Okay. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Roleplay. Heute am Montag, dem 28. November 2022. Bald ist schon Weihnachten. Yippie-day! Ich hoffe, ihr habt schon alle eure Weihnachtsgeschenke beisammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen richtig schönen Tag, ein richtig schönes Wochenende, wann auch immer ihr diese Episode hier guckt. Im Leben von die Wally Weiß gibt es noch nicht allzu viel Neues, außer dass die Autos da alle gerade gleich abheben wie Raketen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, euch geht's gut. Quadfahrer, danke schön für deinen Resub im 19-Monate-Tag. Zero, danke für 36 Monate. Sorry, but what? Danke für 10 Monate. Brutal Banana, danke schön für 16 Monate. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis von Onkel Denno für euch, denn es ist ja Weihnachten steht vor der Tür, ne? Weihnachten steht vor der Tür und deshalb habe ich eine kleine Information für euch. Ihr wisst ja, der Onkel Denno, der ist ja jemand, der das mit dem Stream hauptberuflich macht. Und daher habe ich ja auch eine Kooperation mit einem Partner wie die Leute von Waterdrop. Und aktuell könnt ihr tatsächlich bei Waterdrop mal vorbeischauen. Da gibt es nämlich aktuelle super tolle Deals. Ihr seht bis zu 50% reduzierte Sachen. Auch jetzt hier eine Weihnachtsedition. Dann haben wir ein Starter-Set mit Glas. Ja, kostet aktuell 32 Euro. Ihr habt hier auch ein paar Drops dabei und schöne Flaschen. Und so weiter und so fort. Außerdem auch die Christmas Edition ist sehr, sehr cool. Wenn ihr jemandem was schenken wollt, dann könnt ihr gerne mal bei Waterdrop vorbeigucken. Ihr findet den Link zu Waterdrop auf meinem Twitch-Kanal mit Ausrufezeichen Waterdrop. Schaut euch gerne mal um. Und tatsächlich steht hier oben auch, jetzt geht's los, hol dir bis zu 50% Rabatt in unserem größten Sales-Event des Jahres. Ja, also auf jeden Fall zugreifen. Oh, die ist aber süß. Die finde ich aber ultra süß. Warte mal, zurück. Cool aus. Genau, ne? Waterdrop habe ich ja schon mal erklärt. Wasser rein, hier in die Duck, zack. Genau, da seht ihr, wie es funktioniert. Und dann könnt ihr trinken. Gibt es mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber ich finde tatsächlich das hier ganz nice. Warte. Wo haben wir denn, wo haben wir denn, wo haben wir denn, wo haben wir denn unsere Produkte? Ist übrigens hier auch Rabatt, ihr seht, ne? Bestseller. So, guck mal, hier seht ihr tatsächlich, ne? Die Weihnachtsedition. Zack, Celebration Set. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal gerne mal angucken. Wer auf jeden Fall auf der Suche nach einem wunderbaren Weihnachtsgeschenk ist. Let's go, ja? Einfach Ausrufezeichen Waterdrop in meinem Twitch-Chat. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Seite selbst. Auch Rabatte und so weiter und so fort würde ich an eurer Stelle auch zu Weihnachten nutzen. Ja, ihr seht, hier gibt es nochmal alle Informationen, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter und so fort. Was auch ganz cool ist, ich habe eine Kooperation mit Holzkern. Das ist eine Firma, die Uhren, Schmuck und so weiter verstärkt aus Holz produziert und genau, mit denen habe ich auch schon eine Kooperation seit längerem und ich habe mit Holzkern, ich habe mir da damals tatsächlich auch Produkte bestellt, voll nice und super geile Idee auch für Weihnachten, ja, wenn ihr ein tolles Geschenk sucht, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Es gibt Herrenuhren, Dameschmuck, Herrenschmuck, Taschen und Armbänder, findet ihr alles auf der Seite. Ich finde immer noch diese Uhr ultra nice hier zum Beispiel oder die finde ich auch ultra cool. Ich muss mal meine Uhr hochholen, die ist unten bei mir im Wohnzimmer, liegt die. Ich habe zwei, echt nice. Aber wenn ihr, wie gesagt, ne, ein Geschenk sucht zu Weihnachten, ultra geil. Black Week, 2+1 gratis bei Holzkern, Code Black, nutzt es gerne. Und ihr findet auf der Seite auch alle Informationen zum Laden, zum Geschäft, ja, also was tatsächlich die Idee dahinter ist. Und ihr findet tatsächlich auch Stores in Deutschland, wo ihr euch die Sachen auch natürlich angucken könnt. Berlin, München, Freiburg, Köln, Frankfurt und Donau-Eschingen, sowie Wien, Salzburg und Innsbruck. Ne, wenn ihr das mal in Natura sehen wollt, könnt ihr gerne da hingehen. Wir haben ja auch hier Limited Editions, ne? Also finde ich voll geil. Also sind echt nice Uhren dabei. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich finde, die finde ich auch ultra nice. Im grünen Ziffernblatt. Boah. Schon cool. Checkt's gerne aus, Leute. Ausrufezeichen Holzkern in den Chat oder ihr geht eben auf meinen Twitch-Kanal und klickt unten den Panel ab. Tolle Weihnachtsgeschenke. Und ihr seht, ne, Cyber Monday Flash Sale, 8 Stunden, 20 Minuten noch. 21 Minuten, gönnt, 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 gönnt. Alright. Habt ihr schon alle eure Weihnachtsgeschenke beisammen, Leute? Könnt ihr mal Bescheid sagen. Geht das Stream heute bis 17 Uhr? Nee, nee, nee. Ich weiß nicht. Ich guck mal, wie lange der geht. Ich kann es dir per se gerade nicht sagen. Wie lange der Stream geht. Das entscheiden wir dann einfach spontan.
Steven, falls du im Chat bist, gerne. Ich guck mir mal ganz kurz an. Für den Server was. Moment. Aber ich finde die Position davon irgendwie doof. Ich würde es cooler finden, wenn es mittig irgendwie wäre oder so. Oder oben links oder. Wenn das sieht, kann man das. Also kann man das auch ausblenden oder muss man das, hat man das immer an, wenn man fährt? Gerade kam das jetzt geschenkt mit der Post. Ah, nice. Aber kann man die Position von dem Ding, kann man das kleiner machen, das Feld? Geht das wenigstens? Weil das, ich finde das viel zu groß. Ja, ja, haben sie mich gesehen, ne? Sie sollten Polizisten werden. Sie sollten Polizisten werden. Sie schauen sich die Umgebung an. Geht's Ihnen? Oh, hallo, Herr Weiß. Sehr gut, und selbst? Wunderbar. Was gibt's Neues? Der hat LS hat angerufen, die Rechnung wurde nicht bezahlt. Okay, war die, das ist eigentlich so ein Frau Marshall-Ding. Ja, ich werde das an Sie weiterleiten. Ja, kann sein, dass er auch ein paar Tage frei braucht. Ja, ansonsten haben wir gerade Ausbildung. Vorgestern Abend hatten wir 2 C99. Die eine wird versuchter Mord hinauslaufen. Wir haben den SD Drembley ins Krankenhaus geschossen. Den alten? Und ja, den alten. Eieiei. Ei, ei. Sollte, soweit ich weiß, aber heute spätestens rauskommen. Die Streifenwagen waren Schweizer denn? Käse mit Löchern. Aber wer war das? Warum? Die Namen sind bekannt. Die hatten eine 1026 gemacht von einem Fahrzeug, von einer Dame. Und die müssen in der Zeit ihre Leute informiert haben. Und die sind mit Motorrad oben im Norden. Das war beim Rocket Diner, östlich von Palito. Ja. Die haben da sich irgendwie am Berg verschanzt und haben von oben runtergeschossen. Haben wir eine Information, wer das war? Die Namen stehen auf dem schwarzen Brett gerade, ja. Sagen also, Sie mal die Namen. Die Namen sind bekannt. Moment. Es sind Del Perro Vargos tatsächlich gewesen. Mm. Und zwar dringend tatverdächtig Ignacio Alvarez und Diego Torrado. Haben wir die gefahndet, gefunden? Aktuell noch nicht. Die sind, das Auto, das kontrolliert werden sollte, ist tatsächlich auf eine Dame angemeldet. Das steht nicht drin. Ich schaue kurz nach. Das Kennzeichen haben wir. Okay. Gut, da muss ich in die alten Akten gucken. Oder doch in die neuen. Neuen Akten? Ja, die Personenakten haben sich geändert. Ja, ja, ich und weiß. Die Autos werden ja jetzt auch geextrat. Das Auto das ist auf eine ja, sagen Sie? Sophie Evans angemeldet, das kontrolliert wurde. Und die müssen scheinbar eben die anderen informiert haben. Sophie Evans. Ja, und die soll mit irgendwas aus Davis da unten etwas zu tun haben, soweit ich jetzt informiert wurde. Ja, die zweite 1099 an dem Abend war vorne am Vivang Tower. Da wurde einem Officer eine Waffe vorgehalten und die Dienstwaffe abgenommen. Ah. Und da hängt Milos mit drin, den haben wir am selben Abend noch festgenommen. Da müsste es auch weitergehen. Der ist jetzt angeklagt mit illegalem Waffenbesitz. Mhm. Und wird gefahndet. Neu, ne?
Genau. Wir tragen auch jetzt keine Fahndungsliste mehr ein. Wir machen die Fahndung über die Personenakte Sehr gut, und setzen das Häkchen. ist es so, wenn jetzt eine Person gefahren wird, dass sie automatisch bei alle auch rot angezeigt wird? Hatten Sie mal. Ja, auch aus dem Streifenwagen tatsächlich. Ah, perfekt. Okay, das ist ja sehr, sehr, sehr gut. Okay. Okay, Beschlüsse 2, was ist. Nur, wir haben tatsächlich keine Möglichkeit, in den neuen Personenakten jetzt Bilder hochzuladen. Da wollte ich noch klären mit der Administration, wie das jetzt vorzugehen hat. Geht das nicht? Wir haben keinen Kommt Hochladebutton. bestimmt noch. Okay. Kommt. Vorgestern Abend war eben wild. Mehrere Einbrüche, die 2.10.99 kurz hintereinander. Mehrere Verfolgungsjagden dementsprechend auch noch. Genau, SD26 John Brandt war dort vor Ort, auch bei der 1099 in Palito. Der ist auch gerade im Dienst, falls Sie da Fragen hatten. Er ist tatsächlich gerade der Ranghöchste im Sheriff Office. Ja? Wo ist denn Herr Kowalski? Im Urlaub, soweit Okay, ich okay. weiß. Frau Sykes ebenfalls und Tremblay eben. Commander Tremblay ist gerade hoffentlich heute wieder im Innendienst. Ach, hier steht jetzt sogar welches Department. Sehr cool. Oh, man ist viel am LSPD-System gemacht worden noch. Ne? Also mir gefällt es mit der neuen Fahndung. Das ist Ja. wesentlich übersichtlicher Ja, und einfacher. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Jack. Guten Morgen, Kollegen. Einige wissen bereits von dem bewaffneten Überfall auf die Streife Anaudo. Haben wir da einen Anhaltspunkt, wer die Dienstwaffe möglicherweise entwendet haben könnte? Ja, es war Milosch sein Fahrzeug, den hatten wir eben dann auch entführt. Soweit ich weiß, hat er Sie gesagt, haben er hätte Milosch zwei Leute aus entführt. dem Norden festgenommen. So, ich wollte Nicht gerade sagen, entführt. Mr. Bradshaw, die Seite von Ihnen kenne ich ja gar nicht. Guten Morgen. Okay, Guten ich Morgen. verstehe. Okay. Da müsste PD-71 Tremblay, Marcus glaube ich, in Butler dem wurde Fall dann gekündigt, involviert ne? sein. Ja. Baker wurde gekündigt. Jawohl. Ben Phillips wurde. Doody wurde gekündigt. Was? Ja, aber auch. Jack. Okay. Ausbildung geht gerade gut voran. Wir haben jetzt auch einige, die Ganz prüfungsbereit kurz, sind und warten Sie kurz. ja. Fahren Sie aktuell mit oberster Vorsicht durch die Brook Avenue. Ja. Wo ist die nochmal? Das ist bei Davis dem, Murder Gang. genau. Wo? Wenn's bei dem Wendehammer von Grove der Street. Dings Grove Street, wenn Sie da Richtung Nordost dann fahren, kurz Oh vor dem yeah, Wendehammer. okay. Okay. Ich kriege. Oh, wissen Sie, das werden Sie niemals Chief of Police. Okay. So. Jetzt hören wir meine SMS durch. So, guten Morgen, Chief. Schlechte Nachrichten. Ein Officer des LSPDs wurde heute ausgeraubt und seine Schusswaffe wurde entwendet.
Da ich keine Berechtigung habe, irgendwelche Gefahrenstufen aus. Okay. Vielen Dank für die Information. Ich hole mir gerade schon alle. Nein. Geht's, Mr. Naudo? Wissen Sie das? Der war gestern, also ihm geht's gut. Natürlich ärgert es ihn sehr. Der Herr Demirel, der sich gerade in den Dienst gemeldet hat, der war mit ihm in der Streife dabei. Ihm wurde dann nichts abgenommen, tatsächlich. Arnaudo wollte gestern kurz schauen, ob Commander Tanaka im Dienst war, wegen, ja, er ist ja gerade nicht diensttauglich ohne Schusswaffe. Ja. Ja, aber ich kann ihm ja im Notfall auch einen aushändigen, aber es wäre gut, wenn der Herr Tanaka das macht, hat er das auch protokolliert. Ja. Also er wurde tatsächlich mit einer Beretta bedroht und eben dann die Beretta abgenommen. Okay. Er wurde mit einer Beretta bedroht und wurde, dann hat man ihm die Beretta abgenommen. Richtig, interessant, ja. Interessant. Und soweit ich weiß, am selben Abend ist das PCSO eben noch in die höhere Gefahrenstufe gegangen. Wissen Sie, also Bravo. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, wissen Sie zufälligerweise, ob um die Personaldichte besser geworden ist? Tatsächlich haben wir abends jetzt immer so 4 bis 8 Streifen aktuell. Das sehen Sie. Am Wochenende war das jetzt sehr stark. Hm. Viele sind jetzt kurz davor, PO1 zu werden. Also wir können jetzt, ich glaube, 8 Stück bald prüfen. Sieht aktuell gut aus. Zumindest in der Stadt jetzt. Im Norden ist es gerade aktuell etwas schwächer aufgrund des Urlaubs und ja, der Verletzung jetzt. Aber die sind auch kurz davor, ihre ersten Rekruten jetzt fertig zu haben. Okay. So, was haben wir denn noch? Okay, das ist nicht. Ein paar Tage nicht da und es ist ein Bürokratiemonster vom Herrn hier. Okay, das haben wir auch erledigt. Okay, schön. Ja, genau, die Akte 2711-03 Viktor Milos müsste zu dem Fall Arnaudo sein. Ich gleich. Und 2711-01 ist der versuchte Mord im Norden. Im Moment. Lassen Sie mich kurz in meine E-Mails gucken. Dann gehen wir das mal durch, ja? Was für Sie okay Jawohl. Gerade ist. Auf wenn ich habe wieder einen neuen Hit. So. Ja. Ach, der Herr Pearson ist einfach ein süßer Mann. Wissen Sie warum? Der Herr Pearson schickt mir eine E-Mail mit einem Sachverhalt, okay? Und ja. Die E-Mail beginnt: Sergeant Drew Pearson hat einen Appell als LSPD-News verfasst. Warum sagt er nicht, ich habe einen Appell als LSPD-News verfasst? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja.
Kommt er aus der militärischen Laufbahn? Ja, erst hatten Sie schon mit dem zu tun? Nur als Rekrut Ja, einmal. ist einer der, ich würde Nicht so sagen, viel. operativ der stärkste Police Officer, den wir haben. Also vom Oh, Verständnis her, okay. ja. Ist schon tough, mit dem unterwegs zu sein, aber der lehrt sie auch unfassbar viel. Also ist ein. Ich finde es schade, dass er so selten da ist, aber er ist auf jeden Fall ziemlich starke Persönlichkeit im LSPD. Bin nicht immer so mit seinen Ideen und so glücklich gewesen, aber wenn er aktiv auf der Straße ist, ist er so eine starke Bereicherung, das ist schon verrückt. Dieser Mann darf eigentlich nicht mehr befördert werden. Es war eine Fehlentscheidung, den zu befördern und den von der Straße runterzunehmen. Ja, aber. Aber. Ja. Er hat einfach ein Meme erschaffen. Gut, er braucht ein bisschen länger im Funk, aber man versteht wenigstens alles Ja, er und er wiederholt beim alles immer Herrn dreimal, Pearson. ne? Ja. Aber haben Sie schon mal eine Ja. 1060 von ihm erlebt? Double Time. Ja, da war ich leider dabei. Ja, ja, Da ja. bin ich dabei gesessen. Da sagt er, die mache ich. Und da ist er gefahren und währenddessen gefunkt. Ich habe Ja, gesagt, ja. ich drehe durch. Er war bei mir auch so. Ich war da als Rekrut ein bisschen überfordert. Das war meine erste 1060. Oh. Und dann hat er das gemacht. Und dann hat er zu mir noch gesagt, ja, halten Sie den scheiß Taser aus dem Fenster und tasern Sie den weg vom Fahrrad. Ja, das ist So, Aber, ja, ist dann doch freiwillig abgestiegen. Sergeant hat einen Appell als LSPD-News Schwerpunkt. Mit gleichzeitiger Traurigkeit und Erschütterung muss ich feststellen, dass die geschätzten Officer des LSPDs und dessen Maßnahmen, insbesondere Anweisungen und Befehle, tagtäglich belächelt, ignoriert und missachtet werden. Es spitzt sich leider so zu, dass in Polizeieinsätzen ausstehende Gewalteinwirkungen drohen, nur um die Anweisungen nicht Folge zu leisten. Ein weiteres beliebtes Beispiel ist es, dass Zivilisten, Zivilpersonen uns belehren wollen, wie wir unsere Arbeit zu machen. Ja, es ist so. Ich möchte mit einem Artikel auf unserer Website für Klarheit sorgen. Ja, strafbare Handlung mit Gefängnisaufenthalt. Ja, ist eine coole Idee, aber die soll er mir persönlich mal vorstellen, wenn ich ihn anhöre. Er hat einen Artikel für die LSPD-Seite geschrieben. Nein. Bin die ganze Zeit nicht eingestempelt. Hopkins, gucken Sie mal ins System, ob Sie jetzt auf die Ausbildungsmodule zugreifen können. Die sind noch Ja, drauf. warten Sie. Jetzt. Achso, okay. Hehehehe. Hallo, Mr. Pearson. Danke Ihnen. E-Mail. Können Sie bei Gelegenheit persönlich vorstellen? Den Artikel tragen Sie bitte unter Presse inklusive Aufmacher ohne Schrift selbst ein. Die Mrs. Marshall oder meine Wenigkeit werden dann, wenn ein da eben ihn veröffentlichen. Gute Arbeit. Ja, kann ich, danke. Ja, kein Problem. Okay. Ja, dann noch Leitstellenmodul und dann können sie geprüft werden, was? Wie geht's denn bei Ihrem Flusenkopf? Haben Sie irgendwas? Gibt's irgendwas? Müssen Sie irgendwas loswerden, wenn wir jetzt. War gestern bei der Das macht die Untersuchung Golfkarriere. Welche und Untersuchung? Beim Urologen waren Sie, richtig? Ach so, Flugtauglichkeit, ob ich den und? Helikopter machen kann. Ja, Ja, und? bislang kann ich den Helikopter sehr gut. Sie können den Also läuft. Helikopter machen. Ja, ich bin ein Helikopter. Helikopter. Naja, aber da kann ich jetzt quasi anfangen mit der Ausbildung. Ich war auch eine Woche krank und dann hat Gute das alles Besserung gedauert. nachträglich. Ja, gleichfalls. So, ich bin ja nicht krank. Ja. Aber Sie, waren Sie krank? Nein. Leck mir War auf mal. einem Kongress Das war ein Zap. in Oh, und San worum ging's Fierro. Atomphysik. Atomphysik. Ja. Jake. Wollen Sie mehr darüber wissen? Ja, und
Gerne, ich höre Ihnen gern zu. Erzählen Sie. Also es ging darum, ob es sinnvoll ist, Polizeiwaffen mit Munition auszustatten, wo kleine Urankugeln drin sind, damit die Leute sich direkt auflösen und man keine Leichen mehr entsorgen muss. Urinkugeln? Ein Uran. Ach so. Ja. Okay. Die werden dann grün, die Leute. Dann kann man noch ein paar Fotos machen und dann lösen die sich einfach selber auf. Dann hat man die Sauerei nicht mehr. Ja, die ganzen Departments haben alle dafür gestimmt. Ich war dagegen, weil ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Was ist denn mit den Angehörigen? Ganz weit vorne war Baltimore. Die wollten auch, dass Helikopter mit Maschinenpistolen ausgestattet werden und Urankugeln schießen. Merken Sie, Sie hören sich diese ganze Scheiße an. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Ja. Gerade warte ich darauf, dass wir die Leitstellenschulung beginnen können. Ja, nein, aber jetzt mal ernsthaft. Erzählen Sie, wie läuft es in der Ausbildung? Ja, im Großen und Ganzen durchaus gut. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben Samstag wieder 6 neue Rekruten, beziehungsweise es waren nur 5 da. Check. Aber sonst, das Schlecht ist natürlich, wir haben jetzt einen Kollegen in der Ausbildung verloren, der aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist mit Butler. Mhm. Das wäre natürlich schön, wenn wir das wieder auffüllen könnten. Und es wäre auch schön, wenn wir da langsam Führungspositionen rauskriegen könnten. Also ja, definitiv. Ich habe ja auch die Beförderungsliste vor mir. Ich muss gucken, dass ich die Frau Marshall antreffe. Die liegt seit Tagen zu Hause mit einem riesen Eisbecher und isst nur Eis. Die macht nichts anderes mehr, ja, ja. Oh je. Ist so, wie die wollte letztens einmal ins Fitnessstudio und dann musste ich halt einen Kran bestellen. Ne? Check. Was sage ich Ihnen jetzt im Vertrauen? Naja, aber das kennen Sie doch schon von Frau Collins damals. Braucht man auch öfter Kräne. Frau Collins brauchte keinen Kran. Frau Collins ist mal in den Pool gesprungen und seitdem haben wir von der USA bis nach China einen Durchbruch durch die Welt. War das zufällig der im Generic und deswegen ist da kein Wasser mehr drin? Genau. Wurde wieder zubetoniert. Aber wieso muss ich jetzt an Jabba den Hutten denken? Aber der Hutte ist cool. Eigentlich ist das ein trauriger Charakter. Der ist richtig cool. Aber Ja. Aber Jabba the Hutt erinnert mich tatsächlich an Hill. Den versteht man nämlich manchmal auch nicht. Warum versteht man mich nicht? Weil Sie haben einen Modus, Herr Hill. Das ist der, wenn man mit Ihnen eine Konversation beginnt, am Beginn der Konversation sind Sie sehr aufmerksam, aber Sie zerfallen in den Nuschelmodus. Ziehen das mal auf. Ja. Sie sind wie so ein Brummelbär, der vielleicht, Vielleicht versuche ich damit, meinen Gegner nur einzulullen und dann meine Forderungen durchzubekommen. Das ist aber eine ganz schlechte Taktik. Kann ich ihm wirklich mit Hand aufs Herz verraten? Nee, wissen Sie, wenn Sie müde werden, dann geben Sie mir, was ich möchte, damit Sie wegkommen. Ah, so Zermürber-Taktik. Ja, das. Ich sollte Sie nur noch in jedem einzelnen Verhör werden wir jetzt die Hilsch-Methode anwenden. Also, wie schon gesagt, wäre gut, wenn wir nochmal jemanden einstellen könnten bei der Ausbildung. Und ja, also wir müssen als erstes die Detectives mal ein bisschen aufbauen wieder, ne? Da ist ja auch gerade ein bisschen Barriere. Naja, und wie gesagt, bei uns gibt es halt in der Ausbildung nur einen Vorgesetzten, das wäre Kukum. Das wäre gut, wenn wir da auch Verstärkung bekommen. Ja, müssen wir mal mit ihm reden. Also das muss er selber entscheiden, ob er mit dem Pensum klarkommt oder nicht. Ja. Und dann, ja. Ich arbeite erstmal noch an meinem O3. Ja, dann haben wir da auch ein paar Ausbildungsdinge wieder aktualisiert und überarbeitet. Oh, schön. Doch, super, es läuft doch. Schön, dass es auch unabhängig mal funktioniert und nicht immer wir die Brust hinhalten müssen. Wissen Sie, was ich meine? Die Brust der Verpflegung. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich hätte gerne Wurst. Brust. Ach so, Brust. Wer hält denn verstanden? Welcher Mensch hält Ihnen denn die Wurst hin? Also, Herr Hill. Früher war es Knussmann. Ja, aber. Sehr, sehr kurze, aber dafür sehr dicke Wurst, der Knussmann. Ja, da. Hatte ich schon öfter im Mund. So. Herr Hill, Sie sind einfach abartig. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ne? Sind Sie eigentlich so jemand, der. Haben Sie eine Beziehung? Momentan nicht, nein. Hätte jemand für Sie. Ja, wahrscheinlich hat die einen sehr schwerwiegenden charakterlichen Fehler, kann das sein? Kann das sein, dass die hier im LSPD arbeitet? Nee. Aber warten Sie, wen meinen Sie denn? Okay. Ich weiß nicht, letztes Mal. Als schwer charakterlichen Fehler.
Ja. Ja, dass sie im LSPD arbeitet. Das letzte Mal wollten sie mir irgend so eine Rekrutin andrehen. Ja, die Arme. Wer war das nochmal? Grüne Haare. Wer war das nochmal? Helfen Sie mir. Haben wir da vergessen. Das kann ich wieder. Kann ich nicht so große Liebe gewesen sein. Ist es Frau Winters? Ja, Winters, genau. Kaya Winters. Aber die hat mir gesagt, die hat ein Auge auf sie geworfen. Nicht, ich habe das gesagt, die hat mir das gesagt. Ja, das kann ja sein. Aber wie gesagt, die arbeitet hier im LSPD und so ein Clusterfuck mache ich nicht mit. Warum? Eine Beziehung innerhalb des LSPDs. Erfolgsversprechend. Kennen Sie die Frau Gwendoline Shaw? Kennen Sie ja, richtig? Frau Shaw ist jetzt das dritte Mal bald verheiratet. Und ein Mann ist gestorben, ein Mann ist von Homeland abgeholt worden. Findest du eine gute Quote? Herzlichen Glückwunsch. Die Arme. Mal schauen, was mit dem dritten passiert. Ja, der wird wahrscheinlich von irgendjemandem aufgelöst, in Säure oder so, mit den Urankugeln. Weiß ich nicht. So, ich gehe jetzt einmal nach oben in den Dienst und dann machen Sie mal Ihr Modul, ne? Zack, zack. Jawohl. Viel Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So. Ja, Leute, ich habe jemanden gerade so in meinem Leben und ich habe leider diese dumme Macke, die kennt ihr ja, ne? Also, diese dumme Macke, dass ich ja immer so Sachen, Stories erfinde. Und letztens habe ich jemanden eine 10-Minuten-Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt und am Schluss gesagt, ich habe von einem Albtraum erzählt, dass ein Dino mich in einem Einkaufscenter gejagt hat, okay? Und am Schluss dieser Sprachnachricht habe ich gesagt, war ein Joke, warum hörst du es überhaupt an? Danke für deine Zeitverschwendung. Man darf mit mir einfach nicht befreundet sein. Ich habe 10 Minuten lang darüber gesprochen, dass ein Dino mich in einem Einkaufscenter mit einer Taschenlampe verfolgt hat. Der hatte kleine Arme und hatte eine Taschenlampe in der Hand. Aber die Person hat sich das mit einer guten Freundin angehört und das war mir dann sehr unangenehm. Die denkt jetzt auch, ich bin bekloppt. Naja. Naja, Leute, ne? So ist das nun mal. Willst du bald wieder Fassbum mit Pan? Die Pan geht mir so auf den Sack, Leute. Die will mit mir die ganze Zeit einen 12-Stunden RP-Stream machen. Das will doch keiner sehen. Ja, Chat. Ich brauch gar nicht in die Tastatur schreiben gerade. Braucht der gar nicht machen. Leck mir am Arsch. Das war ein Zap. Micha, dankeschön. Ja, ich habe zu Tati gesagt, ich mache das, wenn ich eines Tages 3000 Subs wieder erreicht habe. Doch, Kompromiss. Muss ich aber erstmal meinen Eisenbahn-Stream machen, da habe ich auch Lust drauf. Habe ich versprochen, dann mache ich das auch. Was denn? Post für Sie, Grüße Tanaka. Achso, das hatten wir schon. Das war ja der Brief da. Steven, wann geht denn die Dynasty-App online? BD 99, Funkcheck. 10-3. PD 99, Funkcheck. Die Leitstelle an die PD 99, halten Sie Ihren Funkknopf länger gedrückt, dann versteht man Sie auch. PD 99 hat dies somit. Ist es nun korrekt? Kommen? Ja, so korrekt. Kommen. Korrekt. Kommen. PD 99, Ende. So, diesmal wieder nicht korrekt. Komm. Ich weiß, denn die Leitstelle beendet den Funkspruch. Kommen. Ja, Ihr Kommen kam nicht ganz durch. Sie haben den Funkknopf wieder zu früh losgelassen. Komm. Was denn für ein verficktes Funk... Ja, check. Somit verstanden. Komm. Leitstelle Ende. Leck mir am Arsch. Das war ein Zap. Mr. Copeland, danke dir für 16 Monate. Red Devil, danke für 21 Monate. Jetzt wollt ihr den 12-Stunden-RP-Stream, ne? Haut ab, Leute. Leck mir am Arsch. Das war ein Zap. Boah, was ist denn hier los? Ente Cross. Drückt der Ente-Chat? Was hier? Was ist das denn? Okonomiyaki. Bobby, dankeschön, Mann.
Ich habe deine Nachricht, by the way, gelesen, ne? Nicht falsch verstehen. Ich war jetzt im Steakhouse essen, Leute. Und ich habe mir ein Flanksteak geholt, ne? Und die gegenüber sitzende Person, die hat sich ein Flanksteak vegetarisch geholt. Und ich weiß nicht, was das für eine Konsequenz... Onkel Denno am Start, sehr schön lächelnder Smiley mit lächelnden Augen. Ja, ich warte noch ganz kurz bis... Oh, jetzt geht's los, jetzt kommt die Subs. Jetzt kommt's! Immer sehr geiles RP. Leck mir am Arsch. Das war ein Zap. Ich werde die Geschichte nicht endes erzählen können. Hab ich da ein Zwölfer gehört? So. Genau. Und die hat einen Flanksteak vegetarisch gehabt, die Person. Und das fand ich viel geiler als meins. Oh Gott, Dates, wenn es um Essen geht, ist immer eine heikle Situation. Man will ja nicht essen, was gegenüber ist. Wer sagt denn, dass ich ein Date hatte? Habe ich das irgendwo erwähnt? Freunde der Sonne? Ihr Kleinen? Habe ich das irgendwo erwähnt, dass ich ein Date hatte? Stimmt, Maverick hat deine Mom dir erzählt, oder? Weil weißt du es. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber es war eine zu gute Vorlage. Es war eine zu gute Vorlage. Es tut mir wirklich leid. Trolls gone, danke für 10 Subgifts. Vielen Dank. Dankeschön. Maverick has left the chat. Dankeschön. Immer auf die armen Mütter, ja? Vielen Dank für den Support. Dann reagiert ja nicht mal auf den Konter von mir. Tja, so ist das, Maverick. So ist das. Nein, aber die Person hat sich das gleiche bestellt, wie ich hatte. Bis auf die Tatsache, dass es vegetarisch war. Ist auch okay. Why not? Ich wäre auch gerne Vegetarier, wirklich. Aber ich kann es nicht durchziehen. Ich habe so Respekt vor den Leuten, die das durchziehen können, ne? Weil es gibt so geile Fleischersatzprodukte. Ganz kurz hier eben. Mal ein bisschen pumpen jetzt hier. Oh! Komm. Ah! Ja! 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 Oh! Ah! Ah! Huh! Oh! Oh. Yes, baby. Kann man die auch was machen? Achso. Cool. Okay. Kann ich hier was machen? Bisschen kurz, ein bisschen lockern, ne? Für die Arbeit heute. Ein bisschen lockern. Auf dem Laufband. Juhu! Oh, ist das schön. Oh. Da geht mir, läuft mir aber die Suppe runter. Oh. Reicht dann auch. Ja, die Hantel ist jetzt, glaube ich, ein Problem, wenn ich mal irgendwo hin zeige. Ich hoffe, sie verschwindet gleich. Ist die Hantel weg? Scheiße. Ja. Aber kann man auch Klimmzüge machen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Geht das? Nee. Gibt es eigentlich wieder Ring Fit? Scheiße. Eine mobile Leitstelle kann zwischen 18 und 23 Uhr genehmigt von einem Vorgesetzten, also Sergeant und höher, kann genehmigt werden. Da hat das Wort gefehlt, Entschuldigung. Leitstelle PD und Leitstelle SD sind in der Zeit von 19 bis 23 Uhr getrennt zu führen. Das PD-Personal übernimmt hierbei die 911 sowie die 999 und das SO-Personal übernimmt... Bitte? Sie ignorieren mich schon wieder.
Wieso? Hallo Chief, wie geht's Ihnen? Warum ignoriere ich Sie? Dachte ich. Ich dachte, jetzt werde ich weggedrückt oder... Ich rede nur mit Golfprofis. Wer ist denn am Telefon? Kukum, ich bin auf dem Weg, Golfprofi zu werden. Hill hat's aber vermasselt beim Turnier, deswegen sind wir rausgeflogen. Nein, warum haben Sie, sind Sie rausgeflogen? Wieder, ja, weil Hill einfach nicht abgeliefert hat, ne? Hm. Wir haben ja im Team gespielt und wenn der eine nicht abliefert, nur der eine, das bringt ja nichts. Wie viel der Platz sind Sie denn geworden? Im Qualifying raus. Im Qualifying sind Sie rausgeflogen? Ja, mein aber, Gott. Ja klar, sind wir. Wir stehen auch dazu. Ich stehe dazu. Ich war ein Team mit Hill und wir haben es nicht gerissen. Also lag's an der Hill? Wie es ist, Chief. Ja, klar. Natürlich. Hat oder sagen Sie das gerade nur? Das hat sogar der Golftrainer-Profi gesagt. Ja, er hat gesagt, Hill hat nicht abgeliefert, deswegen ist das Team Natschill raus. Das Team was? Ja, Natschill hießen wir. Natschi und Hill, Natschill. Aber wir sind raus, also nicht mehr der Rede werden, in der Rede keiner mehr drin. Wir sind raus einfach. Hm, das ist traurig. Aber so ist es halt. Ich spiele die exklusiven Turniere alleine wahrscheinlich besser. Besser ist das da so. Werde ich. Können Sie mir jetzt den Konsens nennen, warum Sie mich angerufen haben? Weil ich habe vielleicht auch noch was Besseres zu tun gerade. Klar, ich wollte einmal fragen, Hill sagte, eventuell beförderungstechnisch geht es da vorwärts? Ja, ich denke, also entweder machen wir das heute, ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie lange ich da bin, oder wir machen das in meiner Abwesenheit, das heißt, die Leute stehen dann auf dem schwarzen Brett im allerschlimmsten Notfall, aber so kommen die wenigstens vorwärts. Okay. Ja? Da weiß ich Bescheid. Weil aktuell ist bei mir ein bisschen Trouble. Wo sind Sie denn gerade? Hallo. Am zweiten Leitstellentresen, sag ich mal. Hinten. Ich komme zu Ihnen. 72 Funkcheck. Ja. Okay, bis gleich. Ist die 61 Funkcheck. Haben Sie das mitbekommen, was der über Sie gesagt hat, Herr Hill? Habe ich mit? Dass Sie daran schuld sind. Möchten Sie ein Statement dazu geben? Ich möchte dazu ein Statement geben. Hätte ich alleine gespielt, wäre ich besser gewesen als das, was wir zusammen gemacht haben. Herr Kokum, ja. Antwort? Ja, kann gut sein. Werden wir sehen demnächst. Sind das jetzt persönliche Differenzen zwischen Ihnen? Ja, aber die haben auf Arbeit hier nichts. Richtig, das ist in Ordnung. Wir sind private Differenzen. Genau, das ist okay. Na gut. Aber Hill, warum stehst du nicht auf der Liste eigentlich drauf? Bin Zeit oder was ist es bei dir? Wir haben Zeit, glaube ich. Ach Gott. Welche Zeit? In was? Worüber reden Sie? Die Dienstzeit, weil der Hill, der muss auch schnell zum Vorgesetzten gemacht werden. Zeit ist da halt noch nicht so weit. Ja, dann muss der Herr Hill sich noch etwas gedulden. Ja. Ich habe Zeit. Herr Kukum, was gibt's Neues aber in der Ausbildung? Neues? Gar nichts, ne? Das Neue kennen Sie ja schon. Ja, das haben wir ja letztens durchgesprochen, genau. Ja. Gut, wir haben eine Sache wurde rausgenommen, mit dem Knie im Nacken fixieren, das haben wir mal rausgenommen. Sowas das ist eine ganz gute ansprechen. Idee, dass Sie das rausgenommen haben. Hm. Und ansonsten läuft es. Es wird ab morgen, sind sehr, sehr, sehr viele Rekruten prüfungsreif, ab dem 29. Da werden wir, denke ich mal, sehr viele Officer wieder haben, ab morgen. Okay. Was, wie viel sind es? Also ab morgen können wir prüfen. Ich guck mal rein in die Liste. Natürlich. Das sind einige, Chief. Natürlich. Ja. Hier muss ich reinschauen. In Deutsch würde man sagen, tell me more. Die SD 61. Leute, erzählen Sie mir mehr. 1-3 mit einer Waffführung. Tell me why. Wenn die Chance ist, auf Palito Base. Nein, tell me why bedeutet. Am 29. Sag mir warum. Ich kann nicht so gut das Deutsch. Das Wie viel Officer werden befördert? Rekruten? Also, wenn die Prüfung bestehen, ne? Ja, Miss ja. Miss Trace, Herr Novak, Herr Demirel, Herr Evans, Mr. Brayton, Miss Logan, Miss Trent, Kili'i, Türkoglu, wenn der immer wiederkommt, Larson, Robbins und Harlow. Dazu meine Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wären das. Hallo? Ja, die, wenn sie Prüfung machen möchte. Also, wer ist denn Harlow? Unsere Psychologin. Ach so, ja, okay. Ich dachte, ich habe gedacht... Demirel ist tatsächlich gerade im MRPD, den könnten wir prüfen. Ja, aber dann morgen befördern, ist auch blöd, oder? Ja, ich weiß nicht, kommt es auf den
Hatte der letzte Monat nicht einen Tag mehr oder so? Im Grunde, wir können 4 Wochen, 30 Tage, es steht nur 4 Wochen drin. Der hatte 31 Tage da und dann, das muss ja hinkommen. Wenn der Chief nichts dagegen hat, prüfen wir den vom... Wer weiß, wollen Sie jemanden prüfen? Wollen Sie Stresstest das, wieder, ne? Ja, dann lassen Sie uns das ruhig machen. Ich habe gerade sowieso Aggressionsprobleme und ich muss das irgendwo auslassen. Trage ich uns hier in die Streife ein mit Herrn. Hör ich da eine Schadenfreude? Sie den noch mal? Nein. Ah, okay. Also von mir nicht, ne? Von mir nicht. Hm. Hill hat ein bisschen gerade, der hat sich gefreut, glaube ich gerade. In Hill. Ich freue mich immer, wenn Rekruten Officer werden. Ja, ja. Dann holen Sie den doch her, der soll herkommen. Ja, wir sollten den schon abholen. Der wollte alleine nicht fahren, eigentlich. Warum nicht? Der ist schon groß. Ich sag ihm Bescheid. Na dann. Wen sagen Sie Bescheid? Ja. Demirel. Hallöchen, Herr Demirel. Seien Sie willkommen vorbei. Wir kommen jetzt vorbei, halten Sie sich bereit, okay? Irgendwie eine Drohung. Super, bis gleich. Tschüss. Fantastisch. Gut, dann, Herr Kokum, Herr Hill, kommen Sie. Los. Sie haben Aggressionsprobleme, richtig? Genau. Wir nehmen den Scharnier, okay? Wurden die repariert? Die waren nämlich zeitlang, sind die nur 50 gefahren. Ja. Warte jetzt. Schön. Wir haben ein magisches Mörchen im Kofferraum. Oh nein. Toto. Warum? Das PD 99, PD 08, PD 31, wir sitzen 403 und sind aktiv Richtung MABD. Fuhrparkfragen. Oh, du bist heute richtig auch, ne? Du bist da richtig, ne? Ich bin richtig da. Er ist heute da. Hund, Herr Kokum. Ich bin ein scharfer Hund. Herr Kokum, kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der ganz weit weg wohnt und mit Herr Hill liiert sein möchte? Niemand. Also ich kenne niemanden auf der Welt, der mit Herr Hill liiert sein möchte. Weder Männlein noch Weiblein noch divers. Ich kenne so gar keinen. Sagen Sie dazu, Herr Hill? Der Herr Kokum kennt einfach nicht viele Leute. Der kommt ja nie raus hier aus seiner Arbeit. Das stimmt allein. Ja gut. PD 63 übernimmt die Leitstelle. Nee, aber ich denke, er hat ja seinen Smart TV. Da ist er ganz glücklich mit, sagt er ja. Naja, klar. Robert? Mit meinem Schmart-TV. Da kennen Sie Schmart-TV? Ein Schmant-TV? Nee, Schmart. Also ich hatte früher ja einen DVD-Spieler. Und dann bin ich zum Schmediamarkt gegangen, oder war es Schmaturn, ich bin mir nicht sicher. Und da wollte ich neue DVDs kaufen. Und die haben gesagt, die haben kaum noch welche. Und dann hat er gesagt, kaufen Sie doch hier ein Schmart-TV und werden Sie Early Adopter. Können Sie alle Filme gucken. Early was? Internets. Early was? Early Adopter. Ist denn ein Early Adopter? Er denkt jetzt, er wäre jetzt hier einer, der... Sie nicht. Oder sind Sie ein Adopter oder Doktor? Eine neue Errungenschaft da irgendwie was... Adopter. Adopter. Ja, ich bin am Puls der Zeit. Der Mann an der Waffe. Jetzt sitze ich abends da. Du trägst Schnurrbart, du bist voll weit weg von irgendeinem Puls, glaube ich. Das ist innen wieder. Ja, in welcher Welt? Ja. Wo? In Guantanamo. In meiner Welt. In Indien tragen die gerne Schnurrbart, glaube ich. Indien ist der Schnurrbart auch wieder am Kommen. 403-1020 MAPD. Ey, die Mirelle. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Ariel. Das gucken wir uns jetzt an. Check. Ja, die Mirelle, sind Sie fit? Sie sind sowas von fit, ne? 403 hat die PD 57. Machen Sie auch bloß keinen Fitner hier. Ja, die Mirelle, Sie machen jetzt wieder Einzelstreife, auch wenn der Wagen full ist, okay? Okay. Also erstmal bei Herrn Hill Fenster runter, damit es rausgeht mit dem. Dass alles rausgeht auf seiner Seite. Riechen Sie das Kokoshaargel so, Herr Kokum? Oh, stört Sie das? Das ist schon, was das ist. Sehen Sie mich an etwas? Kokosnüsse. Aber wussten Sie, man muss stark sein, wenn der Dschungel weint? Das sind ja die Kokosnüsse. Und Palmen. Warum das weint denn der Dschungel? Wenn es regnet. Ach, wenn der Dschungel weint, fallen Kokosnüsse. Sind Tränen oder was? Ja. Ist das irgendwas für ein... Egal. Die Mirelle, ich habe kurz noch eine Frage, bevor wir losfahren. Trinken Sie oft Actimel? Ja, bevor wir losfahren. Nee. Kennen Sie das? Ich glaube das auch gar nicht, dass das wirklich hilft, aktive probiotische Kulturen sich reinzudrücken. Meinst du das? Ich glaube, die hat man doch sowieso da drin. Ich weiß nicht, ich finde das gerne, weil es super lecker schmeckt, aber hilft das wirklich? Will man den Darm aufräumen, ne? Check.
Wichtig. Naja, da müssen die richtigen Bakterien aktiv sein. Ja. Gut, dann Herr Kukum, legen Sie los. Sie fahren Einzelstreife. Okay. Sie beantworten uns die Fragen. Ja, und Sie, ne? Wenn Sie jemanden Auffälliges sehen, machen Sie mal eine schöne 1026, wir sichern mit ab. Aber Sie machen alles soweit alleine, okay? Alles klar. Haben Sie Fragen für die Prüfung? Nee, an sich nicht. Also, jetzt gerade nicht. Ja, später beantworten wir keine. Sie müssen ja die Fragen beantworten. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie der Ablauf. Aber okay, ja, wir machen einen. Wie habe ich doch gerade gesagt? Sie in welcher Himmelsrichtung fahren Sie denn gerade? Herr Aktimel, Direl. Wir fahren, wir fahren jetzt gerade in Richtung Westen. Also sind gerade jetzt so, in Richtung Westen. In welchem Stadtteil sind Sie denn gerade? Wie alt sind Sie? Beantworten Sie meine erste Frage. 513 aktiv im Norden. Wir sind los. Aktuell in Richtung. Das war nicht meine erste Frage. Ich bin 27. Meine erste Frage, in welcher Himmelsrichtung wir fahren? Ja, die erste Antwort ist in Richtung Westen. Ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen meine allererste Frage beantworten. Was ist links von uns? Was ist links von uns? Links von uns ist das Winewood PD. Okay, was ist vor uns, wenn Sie gerade ausfahren? Vor uns ist die Pacific Standard Bank. Okay. Welcher Idiot arbeitet dort? Die Dienstaufsicht. Nein, die Dienstaufsicht müssen wir jetzt wissen. Wer ist die Dienstaufsicht bei uns im LSPD? Generell, zack, zack. Das wäre dann jetzt in dem Fall der Chief, er weiß. Richtig. Sicherheit im Einsatz, Priorisierung der vier Gruppen. Wer kommt zuerst? Zuerst man selber, weiter. Dann die Kollegen, also die anderen Officer, dann die Bürger und dann der Tatverdächtige. Wenn einer von uns hier drin 1020 sagt, sagen Sie immer, wo Sie gerade sind, in welche Himmelsrichtung Sie fahren und worauf Sie drauf zufahren, okay? 1030. Funktioniert. Herr Demirel, ist das okay? Ja, das ist okay. Sagen Sie es doch bitte. Ja, okay, weil danach kam direkt 10.30, deswegen war ich mir gerade unsicher. Ja, hey! Ja, oder nicht? Es hat funktioniert. Ja. Ja, das ist gut. 10.20, Herr Demirel. Nördlich vom Generic in Fahrtrichtung Westen. Wie alt sind Sie nochmal? 27. Haben Sie eine Freundin? Ja, das habe ich. Arbeitet die im LSPD? Oh, das klingt sehr demotivierend. Arbeitet die im LSPD? Nee, die arbeitet nicht im LSPD. Okay, wo arbeitet Möchten ihre Sie, Freundin? Dass sie im LSPD arbeitet? Die arbeitet als stellvertretende Leitung bei der Richterschaft. Warum erzählen Sie mir das? Meinen Sie, das interessiert mich? Wir hätten einfach sagen sollen, sie das geht gefragt. Sie nichts an. Chief, das ist privat. Leck mir mal. Ja gut, aber ich bin ein offener Mensch. Warum soll ich Ihnen das nicht sagen, okay, wenn Sie danach fragen? Weiter, Herr Kuckuck. Was ist der Funkspruch 1073? 1073 Alkohol- und Drogenkontrolle. Die Weisungsbefugnis, wie wird die geregelt? Der ranghöhere Officer hat die Weisungsbefugnis über den rangniedrigeren. Was machen Sie, wenn jemand einen Supervisor verlangt? Dann organisiere ich, sofern möglich, einen Supervisor. Ist keiner da? Dann ist es in dem Fall nicht möglich. Also, machen Sie nichts, oder was? Dann den ranghöchsten Officer. Also, ja. Das ist leider falsch, Herr Demirel. Das erklären wir Ihnen nachher noch. Das ist falsch. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Ja, Mord, wenn es heimtückisch ist im Endeffekt, wenn es ein geplantes Ding war und Hintergründe hat. Und bei einem Totschlag ist das, wenn es eher nichts Geplantes war. So, 10.20 da vorne beim Feuerwehrauto. 10.20 hier vorne beim Feuerwehrauto in Fahrtrichtung Süden, westlich vom, von der Staatsanwaltschaft. Nein, gut, zu spät. Nennen Sie mir drei Aufgaben, welche Sie auf Streife erfüllen. Rücklicht berühren für die DNA. Ich meine Aufgaben der Streife. Wenn Sie auf Streife sind, was haben Sie so für Aufgaben? So. Ach so, auf jeden Fall
Wenn ich das richtig verstanden, Megafon-Durchsage, Standortdurchgabe. Das sind Sachen, die sie machen. Nee, ich meine Aufgabe, sowas wie Notrufe abarbeiten. Das ist eine Aufgabe, die sie auf Streife erfüllen. Okay, ja gut. Community Policing, dann für die Sicherheit auf der Straße sorgen, das heißt STVO kontrollieren und Fahrzeuge rausziehen und Personen kontrollieren und Dispatches anfahren. Habe ich ja gerade genannt, dann sagen Sie mal noch einen anderen. Dann die 1020, wenn da nichts kommt, dann die 1020. Mal weniger Ös, bitte. Konzentrieren Sie sich, Sie machen das gut, Sie können das. Noch ein bisschen mehr Konzentration. Mit immer noch eine 1020. Ja, 1020 aktuell nördlich vom Genkis Fahrtrichtung Osten. Worauf fahren wir zu? In Richtung Stadtpark. Nennen Sie mir zwei aktuelle Hotspots gemäß dem schwarzen Brett. Das wäre die Yingyang-Tankstelle. Fahren Sie in der Zeit bitte einmal Richtung South Los Santos. Ja, und Nord-Süd-Schumach, also Schumach allgemein. Ja. Alles klar. Das Fahrzeug 437HC, wer darf das fahren? 437HC? Ja. Ja, zack, zack, wissen Sie doch. Nee. Doch. HC? Schank Klaus, danke für 29 Monate. 26, danke. Dankeschön, Leute, für uns Wort. Detectives. Okay. Wofür könnte denn HC stehen? Ist es nicht Hardcore? Nee, HC sagt mir jetzt gerade nichts. Ei? Oh? Ja. Moment. High Command ist das. Aber er ist verkackt, da haben wir Fehler. Ja. Die Merell. Mann, bei welchen beiden Tentcodes wird die Funkdisziplin automatisch außer Kraft gesetzt? Halten Sie mal hier bei rechts. Der 1099. Stopp. Ja. Bleiben Sie einfach so stehen. Weiter und beantworten Sie die Frage von Mr. Kokum. Ja, bei einer 1099 und bei einer 1060. Also bei Officer Not und bei einer Verfolgungsjagd. So, wir machen jetzt etwas. Passen Sie auf. Fahren Sie geradeaus rechts. An der Kreuzung rechts. Hier jetzt direkt oder auf geradeaus an der Kreuzung rechts. Sagen Sie mal, wie heißt diese Straße? Chamberlain Hills. Gut. Fahren Sie weiter. Wie heißt die hinter uns, die Straße? Borum Drive. Fahren Sie weiter. Fahren Sie Richtung Wendehammer runter. Ja. Also meinen Sie in Richtung Grove Street? Sehr gut. Fahren Sie runter. Fahren Sie Richtung Covenant Avenue. Alles klar. Theoretisch kann ich von hier aus schauen oder von einer weiter und dann, ja. Fahren Sie bis runter und dann links. Der nächste rechts. Fahren Sie zum Davis Parkhaus. Alles klar. Sehr vorbildlich. Immer. Nennen Sie mir die vier polizeilichen Maßnahmen mit der richtigen Reihenfolge ohne Beispiel. Und wenn Sie das gemacht haben, fahren Sie von Davis Parkhaus nach Rancho. Ja, erst die mündliche Aufforderung, das zweimal. Wir sind jetzt hier beim Davis Parkhaus und jetzt würde ich mich nach Rancho begeben. Check. Na gut, ich möchte jetzt links nicht durch die Brook Avenue, deswegen fahre ich von hinten weiter. Na gut. Wollen Sie hier nicht durchfahren? Weil das der im schwarzen Brett steht, dass man das meiden sollte. Demirel, super. Machen Sie weiter so, super. Außer die zwei Fehler, das war echt scheiße, Herr Demirel. Ja, das ist Rancho? Da war ich gerade ein bisschen überfragt. Nee, ich fahre jetzt gerade wir fahren jetzt nach Rancho. Check, ich wollte nur nicht durch die Brook Avenue fahren. Ja. Zur Frage nochmal zurück. Das wäre einmal die mündliche Aufforderung, das zweimal. Danach wäre die körperliche Gewalt, beispielsweise durch Schlagstock oder durch. Ohne Beispiel? Ist das ohne Beispiel, Herr Dimirel? Achso, ohne Beispiel, okay. Tut mir leid. Dann hätten wir die. Hm.
Ja, die, hören Sie mir mal zu. Kann das nur atmen Sie mal durch, atmen Sie mal durch. Sie können das. Ja, okay, wir werden jetzt in Rancho. Also, Ansage zweimal körperliche Gewalt, weiter. Danach zum, also theoretisch non-letal mit... Zum Beispiel wieder, oder was? Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir denn zum Beispiel den Overwatch? Was ist das? Oder der Taser? Der Taser in dem Fall non-letal? Ja, aber ich sag's ja. Nicht, sonstige Einsatzmittel also, nennen wir. Sonstige okay, Einsatz. Also, verbale Aufforderung. Nee, haben Sie verkackt, machen Sie weiter. Nach. Sonstige Einsatzmittel, also, das geht weiter. Genau, ja, sonstige Einsatzmittel. Oh Gott, Stoppschild. Herr Demirel, müssen wir StVO bitte auch beachten, ja, das ist wichtig. Sprechen Sie bitte eine Verwarnung aus, Mr. Einsatzmittel, danach wäre Herr sprechen Sie bitte eine Verwarnung aus. Schärfst du das? Wieder ein Stoppschild. Da war schon wieder ein Stoppschild. Stopp, rechts ranfahren. Fahren Sie rechts ran. Fahren Sie rechts ran. Widersprechen. War da ein Stoppschild, Herr Kukum, ja oder nein? Selbstverständlich war da ein Stoppschild. Aussteigen, ums Auto drehen und ein Bußgeld verpassen. Wiederholte Straftat hier. Ja, finde ich super frech, Herr Demirel. Machen Sie das extra oder was? Nein. Also, da war kein Stoppschild. Zwei Ansagen, dann körperliche Wahnsinn. Gewalt, was kommt dann? Sonstige Einsatzmittel. Dann im letzten Fall die Schusswaffe. Wie funktioniert das mit der. Jetzt, wo soll das Stoppschild sein? Hier ist kein Stoppschild. Fahren wir nochmal ein Stück. Ach, Herr Sie. Oh nein! Nein, Moment, schauen Sie mal. Halten Sie an! Verdammte Scheiße! Fahren Sie zurück! Schauen Sie mal. Ich kann doch nicht schräg aufs Schild gucken. Fahren Sie bitte zurück. Aber Moment. Warten Sie mal ganz kurz. Ja. Da steht Crossing Railroad. Das heißt, dieses Stoppschild ist für vorne recht. Links bei der doppelten Markierung, wo man über die Gleise fährt. Ist das wirklich dann dafür da? Ja, das ist dafür da. So, stopp, Herr Direll, passen Sie. Stopp. Herr Kukum, geben Sie ihm $20. Ich soll ihm $20 geben? Geben Sie ihm $20. Wir sind sein Vorgesetzter und haben ihn zur Sau gemacht vor seinem Vorgesetzten. Geben Sie ihm $20 Entschädigung. Es gibt 50. Klar, mit Geld kann man das wieder gut machen, Herr Demirel. So funktioniert die Welt. Weil ja, die gut, $20 halten Sie fest, weil wenn Sie gleich über das nächste Stoppschild fahren, geben Sie Herrn Kukum die direkt wieder. So, weiter im Text. Haben Sie ihm jetzt einmal über das Stoppschild freigegeben, oder was? Nein, nee, das kann er ja gar nicht machen. Nein, er wurde ja einmal verwarnt, weil er einmal über das Stoppschild gefahren ist und wenn er das nächste passiert, kriegt er ein Bußgeld. Aber sind wir uns sicher, dass da ein Stoppschild war? Wollen wir da auch nochmal lang? Jetzt werden Sie hier nicht frech. Ich glaube, jetzt geht's los. Herr Demirel, sagen Sie mir lieber, wie sich das mit der Schusswaffe bei einer 1060 verhält. Ab wann wird denn da geschossen? Und in der Zeit fahren Sie bitte nach Vespucci. Ja, wenn Leib und Leben gefährdet sind, das heißt nicht um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen, sondern 10:30. 10:30. Ja. Und dann machen wir alle kurz Pause. Toilettenpause. Machen wir alle kurz Toilettenpause, so sieht die Welt aus. Der tut mir voll leid, oder? Der arme Kerl, Mann. Ja, wir brauchen erst später mal einen Glühwein. Ja, safe. Safe. So. Tut ihr euch leid, der Rekord, Leute? So.
Und wir streamen heute schon wieder 5 Stunden und 23 Minuten, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir tat Kate so leid. Echt? War so schlimm? Noch hat er die Prüfung ja nicht bestanden, ne? Also lass mal die Kirche im Dorf hier, ihr kleinen Amigos. Ich muss meinen Subcode mal kurz aktualisieren. Ich weiß nicht, wie lange der Stream heute geht. Kann bis 18 Uhr sein, bis 20 Uhr. Wir gucken. 17 Uhr, 19 Uhr. Let's see. Let's see what happens. Jetzt hoffen wir erstmal, dass OBS das Bild wieder... perfekt. Okay, ich habe das Fleisch. Schönen Burger oder sowas. Schöne Schnitzel. Ich war tatsächlich letztens in einem Restaurant, wissen Sie? Um? Wirklich? Ja, und da gab es vegetarisches... Also vegetarisch halt, ne? Aber okay. Es gab also das Gericht, es war ein Steak, das gab es aber auch vegetarisch, 1:1 das gleiche. Ich muss sagen, ich fand das vegetarischer 1000-mal besser als das originale Fleisch. Von der Würzung her. Dann hat die Konsistenz und alles richtig gepasst wahrscheinlich, ja, ne? Ja, es war ultra lecker. Dann, ich habe schon mal einen Schnitzel gegessen und Cevapcicis, so vegane Dinger, fand ich auch sehr gut, aber gibt es auch echt in schlecht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie Vegetarier werden? Vegetarier, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube schon. Aber Sie sagen doch gerade, Sie lieben Fleisch. Ah, okay, ich verstehe. Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Ich glaube schon, dass ich bestimmt irgendwann kann man das lassen, aber ich esse, glaube ich, bewusster Fleisch. Was wäre denn Beweggrund für Sie, dass Sie das lassen würden? Einfach wie wir damit umgehen, das ist eher der Grund. Und wie gehen wir damit um? Mästen die, züchten, also machen die schnell fett. Ja. Also wir scheißen auf deren Leben. Das sind alles eigentlich Tiere, die empfinden, ne? Die sind sogar soziale Tiere. Kühe sind sehr soziale Tiere. Schweine sind sehr schlaue Tiere. Ja. Also ich glaube, das ist... Ja, das machen wir nicht so gut, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir wieder los? Ja. Ja, sicher. Das ist Ihre Prüfung. Wo fahren Sie denn gerade hin? Jetzt fahre ich gerade in Richtung Norden. In Richtung, ja, aber was ist das Ziel? Südseite von Mission PD. Aber was ist das Ziel? Achso, nach Vespucci. Sehr gut. Herr Demirel, ich habe nochmal eine Frage. Was ist jetzt, wenn jetzt irgendwas passiert, was Sie eigentlich einen Supervisor melden müssen? Wie gehen Sie da vor? Was machen Sie da? Das haben Sie vorhin ein bisschen falsch gemacht. Wissen Sie das? Ja, ich war ein bisschen überfordert. Ich würde überfordert in dem Moment... Sind Sie? Können Sie nicht Auto fahren? Nee, das nicht, aber ich war vielleicht in dem Moment überfragt. Da würde ich tatsächlich mir das aufschreiben und würde das dann an einen Supervisor weiterleiten. Okay. Ja, okay. So, also, 10:26 beim Fahrradfahrer links von uns. Ich glaube nämlich auch, der hat Marihuana oder Crack in der Tasche. Aber wir wollen nicht vorverurteilen. So, wir sichern Sie ab, Sie machen alles alleine. Das Los Angeles Police Department, einmal bitte anhalten und auf weitere Anweisungen warten. Chillen wir ein bisschen, Herr Demirel, oder was machen? Ich würde jetzt... Sie würden nicht, Sie machen einfach. Geben Sie mir mal den hier. Runter vom Fahrrad jetzt! Hat er ja noch nicht gesagt. Moment, also... Die 403 mit einer 1026 westlich von der Strawberry-Tankstelle mit einem Fahrradfahrer ein Aufsatzer. Check. Alles klar, dann... Ja, dann was? Das ist mutig, Herr Demirel, machen wir. Sie können weiterfahren, fahren Sie. Fahren Sie weiter. Einmal bitte vom Fahrrad absteigen. Was denn du? Einmal bitte vom Fahrrad absteigen. Oder? Ganz Armee.
Sie? Schönen guten Tag, Sir, das ist das Sonders Police Department. Ich bin die PD 57. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Arroyo, Tiziano Arroyo, mein Name. Herr Arroyo, dürfte ich einmal einen Personalausweis von Ihnen sehen, bitte? Sie, natürlich. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Arroyo. Wann sind Sie denn geboren? Ja, am 5.5.1989. Alles klar, Herr Arroyo. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? No. Alles klar, dann kläre ich Sie einmal kurz auf. Das ist eine allgemeine Personen- und Verkehrskontrolle. Wir überprüfen stichprobenartig die Personen, um einfach für die Sicherheit in der Stadt zu sorgen. Ich würde einmal Ihre Daten kontrollieren und wäre dann gleich wieder bei Ihnen, ja? Ich würde Sie einmal bitten, einen Moment zu warten. Walle, habe ich Sie statt unsicher gemacht? Nee, das nicht. Das haben Sie nicht. Wieso sagt er ja? Ja, Sie sind, also meiner Meinung, also das aber nur, ne? Sie sind da ganz schön zügig, einfach mir nichts, dir nichts über die Kreuzung da hinten gefahren, ne? No. Ohne Rücksicht auf Verluste, so kam mir es vor auf jeden Fall. Links sauen kommt keiner und von rechts vor links, wissen Sie ja, dann kann ich es rüber. Und da rechts war ganz frei und Sie waren noch weit weg. Und dann habe ich Sie in die Pedale getreten, um rüberzufahren. Ja, okay, dann haben Sie recht. Sah ja vielleicht auch für mich nur so aus. Walle? Ja, ich überprüfe Ihren das einmal kurz, die Daten. Sie. Super. Haben Sie so ein Reparaturkit dabei? No, ein Fahrrad? Naja. No, da muss ich's laufen. Wie, Sie müssen so ein Kit dabei haben? Für ein Fahrrad? Sollten Sie dabei haben, ja klar. Hier liegen überall Scherben und so weiter. Wenn Sie da mal durchfahren, haben Sie ein Loch, müssen Sie das doch reparieren. Senior, Sie, aber dann muss ich's halt abstellen und dann muss ich zum nächsten Fahrradladen laufen. Na gut, das können Sie auch machen, natürlich. Wo sind Sie denn gerade hin unterwegs? Arbeit, McGill, oder? Ja, McGill. McGill, ah, okay. Wo arbeiten Sie gerade? Oder haben Sie gerade zu tun? Keine Ahnung, unterschiedliche Baustellen, mal hier, mal da. Achso, Sie wissen morgens gar nicht, wo es hingeht. Sie fahren hin und dann... No, wir kriegen immer unterschiedliche Aufträge rein und wir haben zwar auch feste Baustellen, aber ich weiß nie vorher, wo wir hinfahren. Das sagt mir mein Vorarbeiter. Okay. Okay, Arroyo, soweit alles in Ordnung. Dann wäre es das tatsächlich auch. Ich würde Sie dennoch bitten, ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Einfach mal ein bisschen abbremsen und dann doch genauer schauen, eben weil es auch Leute gibt, die gerne mal zu viel aufs Gaspedal treten. Und vor allem Sie als Fahrradfahrer sind dann in dem Moment eher der Benachteiligte, wenn es unglücklicherweise zu einem Unfall kommt. Also dient lediglich zu Ihrer Sicherheit. Ich verliere gegen das Auto, da haben Sie recht. Ja, das möchten Sie nicht, das möchten wir nicht und das möchte das MD auch nicht. Deswegen einfach da ein bisschen mehr Vorsicht. Und ja, ansonsten, wenn Sie keine weiteren Fragen hätten und die Kollegen keine weiteren Fragen hätten. So viele Fragen, aber das können Sie mir nicht beantworten, Sir. Ich kann Ihnen so viel beantworten, Sie wissen gar nicht, was ich Ihnen alles beantworten könnte. Okay. Sie? Darf ich dann auch Fragen stellen? Im Grunde klar. Sie? Wieso fahren Sie mit vier Mann und halten einen Fahrradfahrer an? Das sind schon viele, oder? Ja, aber das hat einen Grund, den können wir Ihnen nicht verraten. Oh, das ist jetzt leider, das können wir nicht machen. Ich würde es Ihnen gern, aber können wir nicht. Alle? Okay, also ansonsten habe ich sonst keine Fragen. Also doch nichts, okay. Ja, doch schon viele, aber das ist, führt hier zu nichts. Sollten wir uns mal treffen. Wo kommen Sie denn her, Sir? Wo kommen Sie denn gerade her? Was haben Sie denn gerade gemacht? Ich komme aus der Wohnung. Hey, haben Sie sich gerade am Downtown am Stadtpark aufgehalten? No, ich fahre über den Stadtpark. Ich komme da die ganze Strecke runter aus Vespuzzi, gerade runter. Am Stadtpark fahre ich dann hier runter und hier jetzt rüber zu McGill. Also Sie waren jetzt nicht am Stadtpark? No. Nur kurz einmal vorbeigefahren. Bin auf der anderen Seite vorbeigefahren. Okay, alles klar. Ja, auf der anderen Seite. Okay. Da, wo die Automaten von dieser Bank sind. Ja, ich verstehe, Jack. Alles klar, ich danke Ihnen, ja? Dann haben Sie noch einen schönen Tag. Gracias. Dann noch einen schönen Tag. Sie dürfen weiterfahren, sobald das Blaulicht aus ist, ja? Sí, vale. Schönen Tag noch. Pass auf dich auf. Adios. PD 55, Funkcheck. Check. Wie schalten Sie denn jetzt nur das blaue Licht aus?
Und da Motorrad noch eine. Machen wir direkt noch eine. Und Abfahrt! Komm. Das ist Prüfungsverweigerung, wenn Sie die weglassen. Ne? Prüfungsverweigerung, Herr Demirel. Check. Prüfungsverweigerung. Und nochmal jetzt, denken Sie an alles, ja? Na gut. Machen wir nochmal jetzt mit dem Fahrzeug. Das Los Santos Police Department, einmal bitte rechts halten. Leitstelle für die PD 55 kommen. Herr C, kommen. Einmal bitte den Motor abstellen und auf weitere Anweisungen warten. Ein Teil bereit im MRPD kommen. Ja, die Leitstelle kümmert sich drum kommen. So verstanden, PD 55 Ende. Die 403 mit einer 1026, ein Motorrad mit einer Aufsatzin westlich von der Lamesa Brücke. Check. Einmal das Kennzeichen überprüfen. Kann es nicht erkennen. Ja, das ist R5IE5, aber ich bin ja alleine. Billy Meal von der. Ja. Von Beek. Dann dürfen Sie einmal vom Motorrad absteigen und auf der rechten Seite vom Motorrad warten. Ich bleib mal kurz 513 hier. Aktiv. Guten Tag, das ist das Police Department. Ich bin die PD 57. Wen habe ich denn vor mir? Frau van Beek, dürfte ich einmal einen Personalausweis und einen Führerschein sehen? Sie können sich gerne in meine Richtung drehen. Vielen Dank. Super. Wann sind Sie denn geboren, Frau van Beek? Entschuldigung. Am 9. März 93. Okay. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie angehalten haben? Okay. Haben Sie es vielleicht ein bisschen eilig? Okay. Uns schien es nämlich ein bisschen so, als hätten Sie es eilig. Vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen. Oder, ja. Was ist denn da? Ich weiß nicht, wie ich Ihnen diese Frage jetzt beantworten soll, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, haben Sie nur nach vorne geschaut? Haben Sie auch mal auf Ihr Tacho geschaut? Oder sind Sie vielleicht abgelenkt und müssen schnell irgendwo hin? Oder? Ja, eigentlich komme ich gerade von der Arbeit. Okay. Wo arbeiten Sie? Im Little Italy. Im Little Italy. Und wo wollten Sie hin, wenn ich fragen darf? Nach Hause. Okay. Und Sie haben nicht gemerkt, dass Sie vielleicht zu schnell waren oder haben Sie nicht auf Ihr Tacho geschaut oder? Wenn Sie so fragen, ich würde sagen nicht innerhalb der letzten Minute. PD 54, Funkcheck. Ja gut, innerhalb der letzten Minute stehen wir ja schon hier, da sind Sie ja nicht gefahren. Innerhalb der letzten Minute Fahrzeit. Okay, da sind Sie nicht zu schnell gefahren. Ich sag mal so, wenn Sie so fragen, wahrscheinlich schon, aber es wäre mir nicht aufgefallen. Okay, ja gut. Haben Sie denn einen Verbandskasten im Fahrzeug, im Motorrad? Hab ich, ja. Dürfte ich den einmal sehen, bitte? Sekunde, ich mache hier kurz mal oben die Box auf, dürfen Sie gerne reinschauen. Ja, dann schaue ich einmal rein. Der ist auch noch gültig, super, sehr vorbildlich. Dann können Sie die Box wieder schließen. Mache ich doch gerade. So. Okay, Frau van Beek, ich würde dann einmal kurz Ihre Daten überprüfen und dann wäre ich gleich wieder bei Ihnen, ja? Dauert einen kurzen Moment. Haben Sie da ein Stoppschild auf der Hand tätowiert? Yep. Waren Sie mal Staatsanwältin?
Nee. Da habe ich das auch schon öfter mal gesehen. Okay. Interessant. Hat das verkehrspädagogische Gründe, dass sie das Tattoo haben, oder? Also, dass sie sich daran an, wer fragt. Erinnern müssen, ich muss am Stoppschild anhalten, oder ist es? Nee, ich halte tatsächlich immer vorbildlich an Stoppschildern. Okay. Wurde tatsächlich schon mal angehalten, weil ich zu vorbildlich gehalten habe. Das zu vorbildlich? Auch interessant, ja. Das ist wirklich interessant. So, mein Kollege. So, dann gibt es einmal Personalausweis und Führerschein zurück für Sie. Dankeschön. Ja, ich würde es heute bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Würde Sie bitten, ein bisschen mehr auf den Tachostand zu gucken, wie schnell Sie fahren und... Werde ich. Okay. Wie schnell dürfen Sie denn innerhalb der Stadt fahren? 50. Super. Alles klar. Ja, dann, wie gesagt, belassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung. Passen Sie auf, gerade auf dem Motorrad ist es ganz gefährlich, wenn man mal zu schnell unterwegs ist, dass man mal was übersieht oder dass ein Auto von der Seitenstraße kommt, was ebenfalls nicht auf die StVO achtet. Da kann es gerne mal zu blöden Unfällen kommen und das kann ganz gefährlich enden. Deswegen nur zu Ihrer Sicherheit, dass Sie da ein bisschen vorsichtiger fahren, ja? Dankeschön, werde ich. Alles klar, super. Dann wünschen wir eine angenehme Weiterfahrt. Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, können Sie die Fahrt fortsetzen, sobald das Blaulicht aus ist. Alles klar. Dann ebenfalls noch einen schönen Tag. Dankeschön. Schönen Tag noch. Machen Sie es gut. Tschüss, pass auf sich auf. Wiedersehen. Fanden Sie echt, dass sie zu schnell war? Nicht. Das sah für mich auch so aus. Echt? Ich fand, die ist ganz entspannt gefahren. Nee, die war flott unterwegs. Ja, schon, also keine 70, 80 oder so, aber über 55, 60 war die bestimmt. Okay. Also geschätzt, gefühlt. Die 403 beendet die 1026 und ist nun wieder aktiv. Und jetzt der Herr Hill oder der Chief sagt ihm jetzt immer rechts, links. Wenn sie nichts sagen, fahren sie geradeaus und sie machen eine 1060, bis wir Stopp sagen wieder, okay? Sie können sich aber ausdenken, was der Grund ist. Ganz kurz, was hat denn der Herr bei dem Herrn mit dem Fahrrad falsch gemacht? Wieder. Nochmal bitte. Was haben Sie denn bei dem Herrn mit dem... Ist denn irgendwo so Hunde, die hier rum... Was haben Sie bei dem Fahrradfahrer denn falsch gemacht? Ja, was haben Sie da falsch gemacht beim Fahrradfahrer, Herr Demirel? Er hätte auch ins Auge gehen können. Ja, ich hab ihn nicht absteigen lassen. Nervosität in dem Moment. Okay, aber gerade haben Sie es gezeigt. Normal machen Sie das immer? Ja, immer. Super. Okay, haben Sie aber verstanden, was jetzt die Aufgabe ist, ne? Ja. Dann Action. Und Action. Und Action! Von ihm muss kommen. Sie müssen anfangen, Herr Demirel. Einfach denken Sie sich was aus. Herr Hill heute. Herr Hill macht ja heute Prüfung oder was? Okay. Demirel, wer denn sonst? Sie sollen jetzt 1060 anfangen und dann wird gesagt rechts, links und wenn nicht, dann fahren Sie geradeaus. Und Sie machen in einer Tour die 1060, bis wir wieder Stopp sagen, okay? Ja. Okay. Und wenn ich Action sage, Herr Demirel, fängt's an. Okay, ja, dann beginnen wir. Okay. Alles klar, dann. 1020. Action. Ja, 1020 aktuell nördlich von Rancho, südlich von Rancho. Ja, ist ja gut. Und jetzt Action. Ja, Action. Okay, die 403 mit einer 1060 in Fahrtrichtung Westen, aktuell in Richtung Megamall unterwegs. Weiterhin Fahrtrichtung Westen, überqueren gleich die Megamall auf der nördlichen Seite. Sind jetzt an der Megamall auf der nördlichen Seite vorbei, weiterhin Fahrt Richtung Westen, überqueren gleich Covenant Avenue und Forum Drive. 420 hat eine Frage, was für ein Fahrzeug wird überhaupt verfolgt? Schließt rechts. Sich aber an. Rechts. Ja, ein Fahrzeug mit vermutlich zwei Insassen, schwarzer Geländewagen, aktuell wieder Fahrtrichtung Osten durch den Forum. Julian, danke, der Deutsche Pony, danke. Forum Drive raus, biegen links ab in Richtung Chick's Chicken. Links im Funk ist Bullshit, Herr Demirel. Machen Sie weiter. Konzentrieren Sie sich. Weiter in Fahrtrichtung Norden in Richtung Stadtpark, überqueren gleich das.
die Tankstelle in Richtung Stadtpark. Überlegen Sie nicht, einfach sagen Sie einmal Just Ride, Hessen von Just Ride, weiterhin in Fahrtrichtung Norden, sind gleich am nächste links. Weiterhin Fahrtrichtung Norden, biegen jetzt ab nach rechts, südlich vom Mission Road PD, Fahrtrichtung Osten, fahren gleich auf die Brücke am Mission Road PD im Osten, weiterhin Fahrtrichtung Osten. Sind gleich an der La Mesa Tankstelle, weiterhin Fahrtrichtung Osten. Weiterhin Fahrtrichtung Osten, sind jetzt an der La Mesa Tankstelle angekommen. Weiterhin Fahrtrichtung Osten in Richtung Mirror Park. Hey, was wollen Sie oder? Machen Sie weiter. Okay. Ja klar, aber ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Okay. Ja, okay. Kommen wir okay, jetzt nicht okay. Weitermachen. Weiter. Fahren links in Richtung Mirror Park. Aktuell östlich vom Mirror Park. Fahrtrichtung Norden. Weiterhin Fahrtrichtung so Norden. Rechts. Fahrzeug biegt rechts ab auf die Innenstraße östlich vom Mirror Park. Rechts. Fahrzeug fährt auf. So hält hier vorne. Fahrzeug fährt auf das Baustellengelände. Wie? Man geht direkt vor Ihnen. Fahrzeug ist stehen geblieben, nördlich vom, östlich vom, vom Mirror Park. Okay, so, und jetzt, ganz auf, genau die Frage, die ich stellen möchte, wie endet jetzt und wie geht's weiter? Wie endet eine 1060 immer? Und erklären Sie es uns einmal kurz. Ja, eine 1060 würde in dem Fall mit dem... Ah, mir fällt der Name nicht ein. Felony Stop beendet. Das heißt, das Fahrzeug wird im Endeffekt zu einem Felony-Stop, da wird ein Felony-Stop eingeleitet. Mike, lernen Sie mal kurz, was sind dann Ihre Aufgaben als führendes Fahrzeug und was sind die Aufgaben, die da von den beiden anderen, die ja auch dabei sind? Ja, also meine Aufgabe wäre im Endeffekt, die Kommandos zu geben und die anderen Streifen, ich sag mal, mehr oder weniger einzuweisen. Das heißt, Kommandos im Sinne von, stellen Sie den Motor ab und Hände aus dem Fenster strecken und aussteigen und rückwärts zulaufen. Das ist jetzt nur auf den Fahrer bezogen. Alle gleichzeitig. Was machen Sie, während Sie die Anweisung geben? Wo stehen oder sitzen Sie? Im Fahrzeug sitzen bleiben. Und die Kollegen? Die Kollegen bleiben auch im Fahrzeug sitzen. Die Kollegen von der anderen, von den anderen beiden Streifen? Okay, da, Oh, das wissen Sie. Die bleiben auch sitzen? Die bleiben alle sitzen. Ja gut, man weiß ja nicht, was vorgeht erstmal. Ja, richtig. Oder die sichern in dem Moment halt ab. Aus dem Auto raus, lehnen, Fenster, also aus dem Fenster raus, lehnen, Pistole oder was? Nee, ich würde mal sagen, Fahrzeug querstellen, aussteigen und in Sicherheit absichern. Ich würde sagen, Türen auf, hinter den Türen in Deckung gehen und letal aufs Fahrzeug und Personen ziehen. Das würde ich sagen. Ja. Machen Sie das auch so. Okay. Fahren Sie mal den Motor aus. Denken Sie an die Umwelt. Und jetzt spielen wir einmal durch. Das Fahrzeug ist vor uns stehen geblieben nach einer 1060. So, Sie funken dann durch, dass sie hier zum Stehen gekommen sind. Hinter ihnen sind zwei Einheiten, wie sich das gehört. Und sie erklären uns jetzt Schritt für Schritt, wie sie vorgehen. Was ist der erste Schritt? Also der erste Schritt wäre sowieso erstmal das Funken, dass es zu einem Stillstand gekommen ist. Mhm. Wenn keine Einheiten dort sind, beziehungsweise wenn die Einheiten noch nicht eingetroffen sind, dann auf jeden Fall... Hat er gesagt, die stehen nochmal, ja da hinter ihnen. Okay, ja stimmt, okay, mein Fehler. Dann würde ich quasi weiterhin meine Sondersignale anlassen. Die Sirene muss halt in dem Moment nicht sein, also kurz zwei. Würde dann durchs Megafon einmal durchgeben, dass der Motor abgestellt werden soll. Dass die Hände von allen, also dass alle Insassen die Hände aus den Fenstern strecken sollen, damit ich sicher gehen kann, dass keiner irgendwie eine Waffe zieht oder sonst irgendwas. Also dass wir sehen, dass es gerade sicher ist, mehr oder weniger. Der Fahrer muss ebenfalls, nachdem er den Motor abgestellt hat, den Schlüssel aus dem Fenster werfen. Dann muss ich weiterhin per Megafon durchgeben, dass der Fahrer von außen die Tür öffnen soll und mit erhobenen Händen quasi aussteigen soll.
In Blickrichtung quasi Fahrzeugschnauze von seinem Fahrzeug, also nach vorne. Und dann soll er rückwärts im Endeffekt laufen und ich weise ihn per Megafon ein, ob er rechts oder links oder weiter oder stehen bleiben soll, dementsprechend. Check. Und die Kollegen, die halt absichern, würden ihn dann im Endeffekt erstmal ja, festsetzen. Und dann wird man weitermachen mit den weiteren Insassen. Okay. Ah, und was ich vergessen habe, die 360-Grad-Drehung. Sorry, dass man, dass er einmal sein Oberteil anhebt. Aber ihr hört ja zu, ne? Wie bitte? Professor. Hm? Was? Was? Wer weiß? Ich habe gesagt, ich muss Ihnen das nochmal erklären. Sie müssen, okay. Verstehen Sie mir das? Verstehen Sie mich nicht so gut? Nicht so wirklich. Okay, ich habe zu Ihnen gesagt, das muss man Ihnen aber nochmal besser erklären. Egal, reden Sie doch einfach weiter, ja, Sie Idioten. Reden ja, Sie weiter! Wir machen einfach mal weiter. Hell? So, okay. Jetzt, Hell ist scheiße. Haben Sie alle drin, die werden ins VPD verbracht oder in welche Polizeidienststelle auch immer. Ich war doch gemutet. Sie haben ja diese 1060 ausgerufen. Was machen Sie dann im Anschluss? Ich war doch gemutet. Genau, also Sie. Ich schwöre euch, ich war gemutet. Die Aktenführung, ja. Hell, du Scheißkopf! Ich war doch gemutet. War ich nicht gemutet? Genau. Wer ist das immer generell? Der Aktenführer ist? Die ersten am Einsatz oder ich immer selbst oder die den Einsatz ausrufen. Hä? Genau. Also der die 1060 ausgerufen hat, egal wer nachher hier das führende Fahrzeug ist, der ist der Aktenführer, ne? Ja. Okay. Weil Dispatch ist halt der Erste, der ankommt. Mhm. Dann fahren Sie mal. SG-62 rumcheck. Check. Meinetwegen fahren Sie auch zum Mission PD. Ja. Alles klar. Dann machen Sie das Fahrzeug soweit bereit. Und wir besprechen uns ganz kurz. Fahrzeug bereit machen im Sinne von? Zum Abstellen bereit machen sozusagen. Was müssen Sie da alles machen nach einer Streifenfahrt? Auf jeden Fall Fahrzeug tanken. Wenn beispielsweise etwas aus dem Kofferraum fehlt, was irgendwie verloren gegangen ist oder sonst irgendwas, also was irgendwie. Ja. Wir halten mal da vorne. Wenn irgendwie etwas weg ist oder ein Hütchen oder sonst irgendwas oder eine Lampe kaputt ist, dann die auf jeden Fall ersetzen. Hallo? Tanken hatte ich schon gesagt. Hallo, Herr Kukum? Achso, Herr Kukum ist auch auf Toilette. Ja, ja, die sind beide auf Toilette. Die machen immer die beiden, eine hält für den anderen meistens. Gibt's nur im Duo. Ja, ja. Weil die teilen viel im Leben. Die haben auch mal sich eine Frau geteilt. Wie bitte? Okay. Ja. Okay, das könnte ich niemals tun. Ich könnte das auch nicht tun. Aber ich meine. Oder Leute, die in einer offenen Beziehung leben, verstehe ich auch nicht. Aber wo die Liebe halt hinfällt. Wer sind wir, dass wir darüber urteilen dürfen? Nee, urteilen nicht, aber man kann ja seine Meinung dazu sagen. Was wäre Ihre Meinung dazu? Geurteilt. Also ganz, ganz neutral gesehen, jetzt nicht Bezug auf die beiden? Bin ich, also würde ich so nicht leben wollen, so ein Leben. 401, 1030, ah, okay. MAPD. Check. Ich auch nicht, könnte das auch nicht. Irgendwie. Schwierig. Ja. Mein Gott. Wie geht's Ihnen denn sonst so? Mir geht's ganz gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Finden Sie die Prüfung? Auf jeden Fall ein guter Stresstest. Genau, gut erkannt. Ist gut, also ist auf jeden Fall gut gewesen. Also natürlich in dem Moment, weil halt so viel auf einmal kommt, fallen ein, zwei Sachen weg, die man eigentlich weiß. Und dann denkt man sich im Nachhinein, shit, so das wusste ich eigentlich. Aber dafür ist es ja da, dass man auch in solchen Situationen, wenn man gerade unter Zeitdruck oder unter Stress ist, wenn irgendein
irgendeine Sache läuft, dass man da auch Bescheid weiß. Ja. Wir warten noch auf den Herrn Kokum. Waren Sie zusammen auf Toilette? Mhm. Ja, ja. Das ist wie beim Golfen, da hält man sich auch den Schläger, ne? Ja, aber er hat den weiteren Weg, wissen Sie? Ich kann ein bisschen weiter weg bleiben. Ah, okay, ich verstehe. Sie haben... Ja, hab ich. Was denn? Hab ich. Wie heißt denn dieser Schläger, mit dem man diese kurzen Pässe macht? Putter, oder? Ja, den hat der Herr Kokum, ne? Ja, und ich hab eher einen Driver. Ja. Wieso, geht Ihnen mal einer ab, fährt der mal weg, oder was? Müssen Sie den mal festhalten? Einen Driver nimmt man für die extremen langen Schläge, wissen Sie? Der Herr Hill sagt mir, dass Sie einen Penis haben wie ein Putter. Herr Kokum. Wieso? Ja, das habe ich so nicht gesagt. Bei wegen kurzen Distanzen. Weiß hat gefragt, welchen Schläger man für die kurzen Distanzen nimmt. Ach Leute, ich bin mit meinem Penis super zufrieden. Das gab's noch nie beschweren. Vielen Dank für diese wundervolle Konversation und für die Information. Ja, Sie wollten es doch wissen. Also ich wollte nicht wissen, ob Sie mit Ihrem Penis zufrieden sind. Für mich haben Sie gar keinen Ken. Sie versuchen mich jetzt hier runterzumachen. Also das ist ja Quatsch. Das funktioniert nicht, Chibi. Ich bin komplett im Reinen mit meinem Körper. Ehrlich? Das ist alles in Ordnung. Ja, das ist doch schön. Haben Sie nicht so ein Verunkel oder sowas irgendwo? Verunkel? Nee. Ich hab dünne Beine, aber... Er hat das ja, aber der lebt ja damit. Ich weiß, ja, Hill, was soll er auch anderes machen? Er hat ja keine Wahl. Sollen wir dann schon tanken fahren? Ex-Freundin war ein Forum. Ja. Also jetzt, Herr Demirel, jetzt reicht's. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollten das hier abstellen und uns soweit fertig machen. Und dann fragen Sie jetzt, wenn wir hier stehen, ob Sie tanken fahren. Nee, weil Sie sagten, fahren Sie zum Mission Road PD, wir besprechen uns und Sie machen das Fahrzeug bereit. Ja gut, dann tanken Sie nicht. Dann passt das so. Haben Sie... Ja gut. Oh, Fenster, Chief, aber kommen Sie bitte. Und? Ja. So, jetzt besprechen wir uns dann hier immer kurz. Ich denke aber doch, der hat das solide gemacht, klar. Ausbaufähig, aber das kommt alles 403, noch. 403, 24. Ne? Kontrolle war gut, er war sehr aufgeregt. Ist er sonst eigentlich nur die Geschichte halt mit dem Fahrradfahrer, ne? Aber sonst... Ja, da sagt er ja selbst, die Aufregung hat ihn dann beim nächsten Mal beim Motorrad hat er es ja richtig gemacht. Mit dem absteigen lassen. Ja. Ich fand auch das Gespräch mit der Dame ein bisschen holprig, aber gut, das kommt alles mit der Zeit, würde ich sagen. Denke ich auch. Was sagen Sie und was sagt Herr Hill? Also ich sage, grundsätzlich kann er es ja. Er war jetzt zum Ende, glaube ich, auch ein bisschen traurig. Das hat man gemerkt. Traurig? Ich glaube, er denkt, er hat es nicht geschafft. Und bei der 1060, die er gefunkt hat, hat er das, was sehr, sehr viele Kollegen im Funk 5, immer 1, machen, 3, 10, dass ich 30, versuche, den Rekruten eigentlich rauszukriegen. Fahrzeugnummer und dann mit einer, das muss nicht sein, einfach Fahrzeugnummer 1060. Und wenn du aktive 1060 direkt sagen, wo man ist und dann... Ne? Genau, das hat er nicht auch nicht gesagt. Er hat erst die Fahrtrichtung und so weiter und so fort gesagt. Also und dann später bei dieser 1060-Übung, die wir gemacht haben, hatte er auch noch so ein bisschen Probleme. Ich würde sagen, wir geben ihm das nochmal mit, dass er das nochmal üben soll, aber... Ich fand es aber trotzdem ganz in Ordnung, weil die Fahrtrichtung war Richtung Davis Mall und das war schon in Ordnung. Ja, es war ganz in Ordnung, aber er kann dann nochmal ein bisschen üben, finde ich. Genau, aber die Basics hat er. Ich finde, man kann ihn alleine auf Streife lassen und dann festigt er auch das, was er kann. Und denk, natürlich, Felony Stop soll er sich nochmal auch das Handout durchlesen. Ja. Kann er uns nochmal fragen, dann spielen wir nochmal einen durch. Genau. Ja, weil ich würde auch sagen, er ist eigentlich sehr solide unterwegs. Hat noch ein paar Kleinigkeiten, aber sonst. Ja, ist auch so ein Kandidat, der es dann alleine hinbekommt und das ist das Wichtigste. Ja. Also der ist eigenständiges nicht, Arbeiten. Genau. Oh, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht. Das würde er nicht sagen, er würde es dann irgendwie machen und darauf kommt es ja an. Super, Hill, möchtest du ihm das sagen mit den Sachen, die du ihm mitgeben möchtest? Kann ich machen. Super. Dann gehen wir mal rüber. Kommen Sie nochmal zu uns, Herr Demirel. Herr Demirel, Rapture, Sie können auch mitkommen. Außer Sie müssen los, dann will ich Sie nicht aufhalten. Nee, alles gut. So, Herr Demirel, ich werde jetzt mal Ihnen Ihre Prüfungsergebnisse mitteilen. Ich werde da nicht groß um den heißen Brei herumreden. Also im Großen und Ganzen können Sie es ja, das haben Sie bewiesen und das wissen Sie, glaube ich, auch selber, dass Sie es können.
Ich würde Ihnen nochmal mitgeben, die 1060 war in zwei Fällen eher nicht so optimal. Also zum einen haben Sie sich das angewöhnt, wie viele Kollegen es machen, die 403 mit einer 1060, sagen Sie einfach 403 1060 und dann als erstes den Standort, wo Sie sich befinden. Sie haben da angefangen zu sagen, in Fahrt Richtung West, und Sie haben auch öfter mal links gesagt und so weiter und so fort. Ein Links gibt es nicht, es gibt Himmelsrichtungen bei sowas. Also 1060, schauen Sie sich das nochmal an. Wir haben ja das Handout, können Sie sich auch jederzeit nochmal anschauen, und üben Sie das vielleicht auch nochmal mit Kollegen. Also das war etwas, was uns aufgefallen ist, was uns soweit nicht gefallen hat. Dann das mit dem Fahrrad, das haben wir Ihnen ja schon gesagt. Lassen Sie die Leute absteigen, sonst fahren Sie ihn weg, wenn Sie aussteigen. Aber im Großen und Ganzen denken wir, dass Sie eigenständig gearbeitet haben und dass Sie ein guter Officer sind. Also ich darf Sie hier beglückwünschen, Sie haben Ihre Prüfung bestanden. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind damit Officer. Sie werden selbstständig und eigenständig ins Vespucci Police Department ziehen, in den Spind 57. Und wenn Sie hier alles ausgeräumt haben, sagen Sie mir Bescheid. Dann wird Ihnen der Spind hier natürlich auch wieder weggenommen. Okay. Haben Sie Fragen? Sie gehören jetzt in die Operations. Ihr Commander ist der Herr Miller. Ihr Captain ist Herr Aziz, Lieutenant Carter. Und die Sergeants lernen Sie kennen. Gut, wir haben einen, zwei. Haben Sie Fragen? Ich habe tatsächlich eine Frage. Was ist denn mit den Rekrutenklamotten? Soll ich die dann auch schon ins VPD bringen oder machen wir das hier dann? Sie werden hier erst ausgerüstet für Officer und lassen die Rekrutensachen da. Genau, das kriegen Sie gleich von Herrn Hill. Sie kriegen einmal, es ist auch nur die Trainingsjacke, Langarm, Kurzarm, Hemd. Mhm. Das tauschen Sie einmal aus, da gibt Ihnen der Herr Hill gleich die Officer-Sachen und dann ziehen Sie mit den Sachen. Okay. Oh, danke schön, danke. Bitte das Super. Trinken nicht vergessen. Bitte befestigen Sie die ganzen Sachen. Wieder mal. Danke, Sie haben Leute. Die Basics drauf. Vielen und jetzt liegt es an Ihnen, ob Sie ein guter oder ein schlechter Officer werden, aber Sie werden ein guter Officer, oder? Ich denke, Sie haben unfassbar viel Potenzial, wenn Sie sich reinhängen, Sir. Vielen Dank. Also ich bemühe mich auch, mich da reinzuhängen. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das läuft normalerweise ein bisschen besser, aber da die Prüfung jetzt auch in so einer Stresssituation war, fand ich es nochmal umso besser, dass man das so gemacht hat, weil eben in Stresssituationen auch gut nachgedacht werden muss. Und eine Stresssituation wie hier zum Beispiel hatte ich vorher noch nicht. Davor war es alles entspannter, eine ganz normale 1026 oder eine 1060. Die halt nicht so, ich sag mal, auf eine Prüfung angelegt war, sondern schon was Normales war. Also so ist ja noch ein bisschen Prüfungsangst dabei, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal durchchecken und verbessern. Schauen Sie sich an und kommen auch hier auf uns Ausbilder zu. Wir helfen Ihnen dann auch nochmal, dann können wir das auch ein bisschen üben bzw. durchgehen, wenn da noch Bedarf ist. Dafür sind wir ja da. Gut, dann holen wir Ihnen Ihre Sachen und dann können Sie gleich umziehen. Alles klar. Perfekt. Dann vielen Dank, Herr Leute, Kuchen, danke für den Hype-Train. Sehr gerne. Gerne, gute vielen Arbeit. Dank, sehr gerne. Nee, mach vielen Dank, Herr super heftig. Danke für 13 Monate. Wir sind noch nicht durch. Dankeschön. Noch nicht durch. Ja, dann kommen Sie, wir machen das eben. Okay. Ja. Wie viele Prüfungen haben Sie noch vor sich, Herr Kukum, jetzt? Den Rekruten? Gucken wir, wie viele überhaupt da sind. Wenn wir jetzt schon... Jacke wie Hose. Hat er okay gemacht. Könnte noch einige sein. Okay, ich guck mal kurz. Ich guck mal schnell nach, dann hast du es. Wir müssen die auf jeden Fall so dazu bringen, dass sie eigenständig arbeiten. Ne? Das ist halt wichtig. Aua! Jawohl, ciao, ciao. Ah! Soll die mal, Dankeschön. Vielen Dank. Hopkins wäre prüfungsbereit. Onkels, Dankeschön für 29 Monate. Der ist am 12. Dankeschön, Leute. Vielen Dank für den Support. Danke. Ja, wer entscheidet das denn? Warum weiß ich denn davon dann nichts? Achso, er hätte es mit dir gesprochen. Okay, nee, dann ist er nur gelb prüfungsbereit. Dann ändere ich das nochmal ab. Soweit ich das weiß. Ich habe nichts gemacht. Ein Hund hat was getan. Und vorhin hat mir jemand erzählt, dass Frau Marshall ihm gesagt hätte, er könnte Prüfung machen vorher. Ja, der Murder Train ist wieder aktiv. Dann war's, er hat wahrscheinlich dann auch Frau Marshall gesagt. Journal TV, danke für 2 Monate, danke. Check halt auf, danke. Die Hälfte der Zeit der Rekruten. Gut, er war ja schon damals mit mir 5 Wochen Rekrut. Okay, dann muss der Chief das entscheiden. Stimmt, der hat das ja schon durch. Jawohl, Hill? Die Rekrutensachen kannst du einlagern. Gib ihm einfach die Officer-Sachen und dann kann er selbstständig. Kannst ihm auch einen Rucksack leihen, den soll er uns nur zurückgeben.
Dann soll er rüberbringen seine Sachen. Super, ciao. Chief. Herr Hopkins war ja schon mal hier, ne? Ja. Rekrut komplett durchgemacht, hat jetzt seinen Rekrutlaufplan nochmal durchgemacht. Warum? Der war dann nicht da. Okay, verstehe. Familiäre Sachen und ist dann wiedergekommen. Haben gesagt, ist aber lange her. War irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange war das, Bradshaw? Ja, war auch ein Missverständnis mit Homeland. Ach ja, das Ding. Die haben den falschen Hopkins aus. Oder wurde er mit Homeland mitgenommen? Das war der Homeland hat den falschen mitgenommen. Ja, richtig. Kann ja nur die Frau Turner gewesen sein. Da möchte ich mich nicht zu äußern. Genau, deswegen ist er jetzt wieder da, hat das geklärt. Ja. Und er hat ja 2 Wochen Rekrut-Dasein wieder gehabt. Müssen Sie entscheiden, er ist prüfungsreif. Und er hat es schon einmal gemacht, er ist wieder Aber ist das aufgrund des Missverständnisses, war er nicht da? Oder war er nicht da, weil er dann auch nicht da war? Nee, wir haben ihn gekündigt natürlich. Der von Homeland abgeholt wird, der wird gekündigt. Ah, okay. Ja, dann ziehen Sie ihn ruhig vor. Das ja. Aber wobei, da müsste Homeland eigentlich bei uns mal eine Ausbildung machen, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Ja, die Frau Turner, kann auch sehr viel lernen. Aber naja. Hör auf! 61, Hopkins. Ja, der sitzt gerade bei mir im Streifenwagen. Ja, super. Ich frage ihn mal, ob er heute Lust hätte. Nee. Oder so. Fragen. Herr Hopkins, wie viele Leute sitzen in deinem Streifenwagen? Ja, die 55 muss raus. Sie bereiten das Fahrzeug vor. Wir prüfen sie jetzt schnell mal eben. Ja, dann wissen wir doch, was wir gleich zu tun haben. Wir fahren ja mit dem Fahrzeug, wo Sie gerade drin sitzen. Ziehen Sie mal Herrn Hill und Herr Weiß und mich damit rein. Und dann bis gleich. Hey. Super, tschüssi. Bradshaw, wie fragen, ob er will? Nee, ja, eigentlich richtig, ne? Ins kalte Wasser schmeißen ist besser. Ja, klar. Dann klauen wir uns die 403. Genau, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Ja. Den Herrn... Wer, Friedi? Wie hieß er gerade? Mirel, einmal im System auf Officer 1 schreiben. Das habe ich noch nicht gemacht, ansonsten ist alles erledigt. Alles klar. Mach ich. Dankeschön. Dann können wir Hopkins, der wartet draußen. Gut, dann machen wir den auch noch. Kommen Sie. Oh. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Der muss diese Homeland-Geschichte mal erzählen. Das ist schon ein bisschen... Glaubt, er hat bestimmt auch gesagt, das ist ein Missverständnis. Lass mich bitte frei. Das ist ein Missverständnis. Hallo. Mr. Hopkins. Hallöchen. Nee, nein, der sitzt drinnen. Oh Gott, wer sind Sie? Ich bin Herr Shepard. Herr Shepard. Mr. John Shepard. Sie müssen, Sie suchen wie heißt, sich... wie heißen Sie? John? John Shepard, genau. Okay, ab zum Mass Effect. Okay, alles klar. Gut, worauf warten wir, Kukum? Auf Hill, denke ich. Okay, das dauert, der drückt da was raus, ne? Nimmst du denn die 909? Ist eigentlich so... Nee, der ist sofort fertig. Kann ich. Okay. Naja, weil die habe ich noch gerade. Ja. Hab ich. Danke. Hill, du kommst dann wieder raus, ne? Wir machen direkt weiter. Nee, den kannst du da, der ist kein Rekrut mehr, der ist, den kannst du da lassen. Mass Effect habe ich noch nie gespielt. Das kann er schon selbst machen mit der Überführung. Ja, genau, der Rest passt dann alles. Danke. Super, Joey. So. Erzählen Sie mir mal Ihre Geschichte mit Homeland, das interessiert mich. Was ist passiert? Ja. Ich kann den Auftrag doch nicht ausführen. Ich bin zu Hause gewesen, war gerade eigentlich in einem Videocall mit dem Department of Commerce. Mhm. Dann hat Homeland an der Dings geklingelt und hat mich halt gesagt, ja, sie stehen auf der Liste, sie müssen mitkommen. Dann bin ich halt damit. Wie lange waren sie weg? Wurden sie in so ein Foltercamp oder so gebracht? Nee, ich wurde nur des Landes verwiesen. Ja, okay, da ist ja nix. Nee, ich bin nach Hause, also ich bin dann quasi zu meinen Eltern wieder. Ja. Und bin dann in Chicago gewesen, die Zeit. Ach. Okay, wie lange war dieser Zeitraum? Mitte Juli bis Oktober. Boah. War schön, dass Sie wieder da sind und dass ich das Missverständnis klären konnte. Ja, bin ich auch froh. Ja. Muss ich so sagen.
Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass sie froh sind, dass sie mich wieder haben. Mit unter anderem Herr Tanaka, der mich bei seiner ersten, bei deinem Unterricht direkt anspricht. Ja, sie kommen gleich nach dem Unterricht zu mir. Ist doch nett. Haben sie einen guten, bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann bin ich ja mal gespannt, was sie gerade für eine Erwartungshaltung aufbauen für die Prüfung. Ja, mir wurde gerade gesagt, ich habe noch 2-3 Tage Zeit. Ja, ich habe gesagt, du kannst dir 2-3 Tage Zeit nehmen. Mhm. Aber da sie ja aber selber das sagen, dass war sie so zu viel versprochen. Genau. SD 76, Funkcheck. Check. Dann nehmen wir dir mal die 999. Ist schon weg. Perfekt, guter Mann. Schon ist jetzt soweit, der fährt. Ja. Super, aber der wartet schon, wenn es lange zum Rausfahren ist. Ja, folgendes. Irgendwas wollte ich noch sagen, wegen der Academy habe ich vergessen, aber ich bin jetzt Golfer. Ich habe heute zum zweiten Mal gespielt. Oh Gott, der Virus breitet sich aus. 40 Schläge gemacht. 40, das ist gut für den Anfang. Ja. Aber nehmen Sie sich an Herrn Kokum kein Beispiel, weil Herr Kokum und der Hilve haben nämlich beim Turnier mitgemacht und sind im Qualifying ausgeschieden. Also da können Sie auf jeden Fall nicht aufblicken. Das ist einfach nur katastrophale Leistung. Ich arbeite dran, besser als er zu werden im Handicap. Und also der Kokum, das ist schwer. Genau, ich nenne mich dann besser als Kokum. Ja. Mach erstmal mit Hill. Fang mal mit Hill an. Das ist einfach erstmal kleine kleinere Ziele. Okay. Hill, haben Sie den weggedrückt jetzt? Können wir los? Ich habe den weggedrückt. Ja, gut, dann Herr Shepard, machen wir auch los. Wir nehmen jetzt die 403. Gut. Viel Erfolg. Ja. Mr. Hopkins. Jawohl. Haben Sie soweit die, haben Sie durch die Geschichte? Also Kofferraum ist gecheckt, ist nichts drinnen. Ihre Geschichte mit dem. Die ist glaube ich, geklärt. Okay, wir machen jetzt, wie gesagt, Prüfung. Sie fahren wie auf Einzelstreife. Wenn Sie aussteigen, sichern wir Sie aber mit ab, okay? Ja, check. Wir wollen eine 1026 sehen, auf jeden Fall. Sobald Sie jemanden erblicken oder so, der ein bisschen auffällt, ziehen Sie den raus, okay? Drei Prüfungen in einem Tag, meine Laune steigt. Das ist schön. Wenn irgendeiner hier von uns im Auto 03, aktiv. 1020 sagt, dann sagen Sie, wo sind Sie gerade, in welche Himmelsrichtung fahren Sie und wo fahren Sie drauf zu? Okay? Wo sind Sie gerade? Genau wie möglich. In welche Himmelsrichtung fahren Sie und wo fahren Sie drauf zu? Soweit verstanden? Ja. Habe ich. Ja. Dann los geht's. Leitstelle für die PD 54 kommen. Hopkins, wie ist nochmal Ihre PD-Nummer? 61. Das war ein Zap. Viel Erfolg. Danke. Oh. Kommt der? Wer kommt? Ja, die PD-Nummer. Ja, nee, der Funke. Ich Streifen besetzen und zur Richterstatt fahren. Warten Sie jetzt so lange, bis Sie wieder funken können? Genau. Oder? Ja, weil Sie... Hat die Leitstelle so mitkommen? Hat Bradshaw zu mir gesagt, es ist am einfachsten, bevor ich einfach losfahre. 401 aktiv. Check. Genau. Wie gesagt, ich muss noch tanken, weil der war nicht getankt. Die 57 schließt sich der 403 an und die 403 aktiv in Richtung DPD. Erklären Sie uns mal in der Zwischenzeit die polizeilichen Maßnahmen ohne Beispiel. Check. Erstmal die mündliche Aufforderung, dann die... Also in der richtigen Reihenfolge schon? Zwischenfrage? Ja, wäre cool, wenn sie da nicht rumspringen in der Reihenfolge, ja. Einmal die mündliche Aufforderung, dann die Non-Letal-Mittel, dann die sonstigen Einsatzmittel und dann die Letal. Ja, aber nennen wir die Non-Letal? Wir haben das ein bisschen anders genannt, oder? Das waren nicht die sonstigen, das waren die... mir liegt's auf der Zunge. Physische Gewalt. Ja, physische Gewalt, genau. Okay, tanken wir erstmal. Welche Himmelsrichtung steht? Der Wagen, der war ja gerade noch in der anderen Prüfung, ne? Deswegen kann das sein, dass er leer ist, oder? Nee, den haben wir tatsächlich erst frisch aufgesammelt und der war nicht getankt, abgestellt worden. Check. Sie wirken sehr nervös, schauen Sie durch. Worden. Wenn Sie 401-1020 Strawberry-Tankstelle. Wenn Sie tief atmen, hat das Gehirn mehr Sauerstoff und kann besser atmen. PD 82 Funkcheck. Check.
Die 403 mit einer 1060 westlich. Genau, genau, wir prüfen heute Officer, um zu gucken, ob sie tauglich für den Dienst. Bob Selina, danke schön für 19 Monate. Und Onkel Konstantin, danke dir für 17 Monate. Ist kurz vor Quartenberg zum Highway heruntergefahren, aktuell nicht Kontakt verloren. Oder vielleicht nicht, aber wir probieren es. Wir haben ja aufgepasst, wo es war. Ja, Sichtkontakt verloren, vermutlich schwarzes Double T in nördlicher Fahrtrichtung. Auf dem West Highway war der letzte Sichtkontakt. Ja, gut. Ja. Wir schließen uns nicht an, wir machen weiter. Melden Sie uns mal wieder aktiv, weil ich hatte gesagt, dass wir uns anschließen. 401 wieder aktiv. Und dann. Check. Sie machen ganz normal, ne? 1026. Mhm. Und beantworten uns natürlich Fragen. 1020. Fahrtrichtung Norden. Ich habe gesagt, Sie sagen erst, wo Sie sind, in welche Himmelsrichtung Sie fahren und dann, worauf Sie zufahren. Strawberry Autobahnbrücke Richtung Check. Norden. Und wo ich darauf nicht zufahre, als Stadtpark. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Ah, da ist es wieder, ey. Sehen Sie? Da ist es wieder. Wissen Sie, was ich meine? Nein, nein, Sie können das nicht wissen, Dekrot. Sie sind wieder im Grummelmodus. Bin oder? Ich grummelig? Ja, haben Sie gemerkt, Herr Kuckuck, was ich meine? Ja, ja. Aber Herr Hopkins, ja. Sie haben meine Frage verstanden, oder? Ja, habe ich. Ja gut, dann antworten Sie mir. Ein Mord ist ein Totschlag mit inklusive Morddelikte. Dann nennen Sie mir mal 4 Mordmerkmale. Ne, 3. Sagen Sie 3. Ja, die Heimtücke, die Vereitelung einer Straftat und... Ist die 70, ist die 62 bilden für niedere Beweggründe. Ja, das ist auch lächerlich, diese Gerichtsfragen für Sie, das ist ja alles. Check. Wer ist denn bei uns die Dienstaufsicht im LSPD? Dienstaufsicht kann jeder Vorgesetzte machen, ab Sergeant. Nee. Wer ist die Dienstaufsicht? Jemand verstößt gegen die Dienstanweisung. Ich bin kurz Das sind wir aber hier. Na gut. Ja. Da sind wir, ne? Grummel. Da sind wir jetzt. Der ist eine Grummelliste, oder? Ja, Sie sind immer so... Ich mach Sie mal nach, okay? Pass auf. Hm. Hallo, Herr Weiß, wie geht's Ihnen? Sie sind wie so ein... Als ob man so bei Ihnen irgendwo eine Taste drückt und Sie reden im Slow-Modus. Vielleicht nehme ich ja Rücksicht auf Sie. Sie werden auch nicht jünger. Vielleicht brauchen Sie es mal ein bisschen langsamer. Na, da müssen... Ja, aber Sie reden nicht langsamer, Sie reden in sich hinein. Nee, aber er hat mich ja verstanden. Ja, weil der auch jünger ist. Ich verstehe nur... Das liegt an den Ohrenhaaren. Wissen Sie, Herr Hill, Sie sind eigentlich der Traum jeder Frau. Wissen Sie, warum? Weiß ich, wegen meinen schönen Haaren. Nein, nein, legen Sie sich einfach neben einer Frau in einem Bett und machen Sie einfach... Mit einer Person, graue Jeans, weißes T-Shirt... Befindet sich gerade an der roten Villa nördlich von Tongva Valley parallel zum West Highway. Wenn die Streife einmal hier vorbeikommen könnte. Das ist der Ärger, wüsste. Ja, check 403 fährt an. Wenn das wäre? Ach, egal. Kennen Sie nicht. Rita, ich schwör dir, ne? Hör auf jetzt damit. Komm mal her. Ach ja. Die PD 57 hat sich aus der 403. Gelöst und die 403 ist jetzt aktiv Richtung Rote Villa nordöstlich. Ciao, ciao. Herr Naudo braucht eine neue Dienstwaffe. Hey, Drohnen, danke schön. Ja, handigen Sie ihm eine aus mit Seriennummer, bitte. Natürlich. 511 aktiv. Wurde ihm gestern entwendet. Ich weiß, er wurde dir überfallen, ne? Check. Ja, also gut, er wurde gesagt. Ich habe gerade gefragt, ihm wurde gesagt, entweder du gibst jetzt deine Dienstwaffe oder wir richten dich hier auf der Straße hin, haben die zu ihm gesagt. schon krass. Aber wissen wir jetzt, wer es war? Also es gibt ja den Verdacht, dass es der Milosch ist, ne? Okay, nee, ich habe noch nicht weiter. Also die Info habe ich bekommen hier von Mr. Bradshaw heute. Oh. Ja. Habe ich nicht zugehört. 511320, Sandy Shaw Tankstelle.
Check. Herr Kukum, Sie haben mir das doch damals mit diesen Smiley Faces beigebracht, ne? Ja, aber kam ja nicht gut an, wo du die gemacht hast, oder? War doch damals schon. Was für Smiley Faces? Naja, der hat mir beigebracht, dass man hier Nachrichten verschickt, auch mal ein Smiley Face hinterher schickt, wenn man mit Frauen schreibt. Check. Emoji meinen Sie? Ein Zwinker-Smiley oder sowas. Nee, so ein Zwinker-Smiley. Schmiley Face. Also wer Zwinker-Smiley schickt, ist einfach 180 Jahre alt. Ja, es tut mir leid. Also, was? Ich habe gerade eine Frau geschrieben, jetzt würde ich gerne ein Schmiley Face hinterher schicken. Was muss was ich Sie, aber, was ist der? Aber Moment. Was haben Sie denn geschrieben? Das ist wichtig zu wissen. Ja. Na, dass ich auch, also sie hat geschrieben, dass es ihr leid tut, dass sie jetzt nicht kann und wegen den Umständen und dass sie welche gerne Umstände? Ein Salzeis essen würde. Naja, die Umstände, dass ein wir Salzeis? In Bewegung gesetzt hat, weiß ich nicht. Ich habe sie auf ein Salzeis eingesetzt. Was ist denn ein Salzeis? Ja. Check an die SD-Einheiten. Salzkaramell. Bitte bereit machen, möglicherweise 1060 im Norden. Also, Eis mit Salzkaramell. Aber ja, also können Sie den Mittelfinger runternehmen? Ja, danke, ich weiß, mich fuckt auch vieles ab. Also nochmal ganz kurz zum Verständnis. Also. Der schießt dir mit locker 110 die Landstraße nach, da komme ich mit dem Raiden auch nicht hinterher. Ja, der ist was wollen Sie, also was, welcher Satz schreiben Sie der Frau? Also sie will mit mir gerne ein Salzeis essen und hat sich dafür entschuldigt, dass es heute nicht klappt. Ich habe geschrieben, kein Problem, wir kommen schon noch zusammen. Ich würde auch gerne ein Salzeis mit Ihnen essen. Nicht mit Ihnen. Jetzt würde ich gerne ein... Na, ist schon abgeschickt. Na, oh, was sind Sie denn für ein Pimmelberger? Sag mal so in der Jungsprache. Hinterher kann sie jetzt nicht noch ein Smiley schicken. Das ist komisch. Nee, das ist komisch. Da muss man im Satz einbauen, ey. Okay, dann lass das mal vom jungen Chief. Ich sag ihm, passen Sie auf, Sie müssen, ich sag ihm, was Sie hinschicken. Das ist machen Sie eine Klammer auf. Ja. Dann drücken Sie auf Leerzeichen. Ja. Ein Punkt. Ja. Ein Leerzeichen. Ja. Eine Klammer zu. Ja. Und das wiederholen Sie nochmal bitte. Eins nochmal. Also nochmal, Klammer auf, Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen, Klammer zu. Ja, und das schicken Sie weg. Aber ich soll doch das im Satz schicken. Ja. Das ist vom Gegensatz. Sie weiß schon Bescheid. Sie weiß dann Bescheid. Schicken Sie das weg. Was weiß sie denn dann? Schicken Sie das jetzt weg. Was heißt denn das? Schönes Dekolleté. Ja, das ist ein Kompliment. Okay, da habe ich weggeschickt. Die haben das nicht wirklich weggeschickt. Kennst du vom Panda-Bär die Füße? Die haben das nicht wirklich. Die haben das nicht wirklich weggeschickt, Herr Hill. Sie haben doch gesagt. Die haben gerade einer Frau einfach ein Titten-Emote geschickt. Panda-Bär-Füße. Wo sind denn das Titten? Überhaupt keine Titten, das sind Panda-Bär-Füße. Ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Es kommt gut an. Panda-Bären, jeder mag Panda-Bären. Die haben das nicht wirklich verschickt. Doch, natürlich. Was glauben Sie denn? Das wird eine große Romantik. Soll ich da jetzt noch also was ich sage eins, ich glaube, die Salzstange können Sie mit Ihrer Salzstange bald ersetzen. Was? Schickt noch ein Fragezeichen hinterher, hey. Ja, und dann? Ja, so als Frage. Okay. Also Fragezeichen. Nee. Ja, Fragezeichen abschicken. Doch. Ja. Und jetzt? Hey, das wird nichts mit ihr. Aber Sie will Ihnen noch ein Fragezeichen wieder geschickt? Ja doch, aktuell aber ich verstehe das noch nicht. Das glaube ich Ihnen nicht, so doof ist keiner. Also wenn Sie das gemacht haben, sind Sie doof. Ich bin Richtung Süden unterwegs, aktuell noch keine Anhaltssignale bekommen, fahre ich Richtung Süden Richtung Panorama. Vielleicht kann man sagen, doof bist du nicht. Ey. Ich wollte dir Tipps für, also wir haben auch gerade eine Prüfung. An den Rekruten, stopp. Nun, ja, wir fahren jemanden, der Mann heißt mit vornamen Jarak. Können Sie mal danach fragen? Check 403 fährt an als 1010. Ja, warten Sie kurz. Check. Sagen Sie. Schreibe ich das? Bitte? 403 kommt die vorzugsweise mal als 1010 hierher, um das Motorrad eventuell zu identifizieren. 10-3 von Qualität? Ja, kommen Sie einmal als 10-10 dazu, um das, haben Sie mich gefragt? Möglicherweise zu identifizieren. Warten Sie mich kurz am Punkt. Ja, Check 403 hat sich bereits als 10-10 angemeldet. Ist auf dem Weg. Wie schreibe ich das? Y-A-R-A-K. Ja. Bieten Sie da was? Ich glaube mit zwei R's. Ja, mit zwei R. Sie können abbrechen. Die Nordstreife bitte in die Nähe fahren. Nee, keine Suchergebnisse. Okay, wir suchen einen Herrn Jarak.
Der ist mit Vornamen Kleiner. Ja, 432 aktiv Richtung Staatsanwaltschaft. Wie heißt der mit Vornamen Klein? Nein. Kleiner. Kleiner, okay. Gehen Sie mal die Leute dort fragen, wir kommen jetzt mit, weil wir müssen ja auch Leute fahnden. Ja? Mhm. Fragen Sie nach dieser Person. Ja. Sie sind Gesprächsführer, ja? Das ist ja. Community Policing. Ja, check. Wir sind auch dabei, wir machen mit, aber Sie sind Gesprächsführer jetzt, okay? Oh nein. Ich parke aber hier richtig hin. Das parken wir schon schön, aber okay. Ja, ja. Nicht beide. Was macht der nicht wirklich? Oh mein Gott, okay. Das macht er nicht wirklich. Ja, STVO und so. Ja, klar. Das macht er nicht wirklich. Herr Beiß, die Frau hat geantwortet. Ja, was denn? Brüste, Fragezeichen. Nein, seien Sie Pandafüße. Sagen Sie, Sie wollen in einen Zoo mit ihr Pandas gucken. Oh, ich kann nicht hingucken. Hallo, was geht? Guten Tag. Hallo. Warten Sie doch mal. Warten Sie, kommen Sie doch mal runter vom Fahrrad. Ich muss los, sorry. Ja, wo müssen Sie denn hin? Kommen Sie doch mal runter. Nein, kommen Sie doch mal runter vom Fahrrad. Jetzt kommen Sie doch. Ey! Rein! Ach, scheiß drauf! Wie? Das ist unser Prüfling! Okay, warten Sie, lassen Sie! Ja, hier rechts. Der kleine Jarak, da ist er doch. Mit einer aktiven C60 westlich vom Stadtpark. Er lässt mir die Bände stehen, sie haben keine Chance. Rein Sie mit Megafon. Ich habe den Blickkontakt verloren. So. LSPD. Amigo, was war das denn für eine Nummer? Am Mace Bank. Was denn für eine Gebäude? Nummer? Ich bin doch einfach nur losgefahren. Was soll denn das? Da kommen Sie her, Kukum. Ihr Fall. Ich mein Fall. Ja, Sie sind doch nur losgefahren. Was war da gerade los? Sie haben sich entzogen der polizeilichen Maßnahme oder was ist das jetzt hier? Freundchen. Weil das denn Sie jetzt um? Heißt, dass. Weiß doch gar nicht, was das bedeutet, Mann. Wenn die Polizei sagt, stehen bleiben, müssen sie stehen bleiben. Ansonsten entziehen sie sich. Ja, jetzt erst. Aber da vorne, warum haben zwei Kollegen gesagt, sollen sie stehen bleiben? Der andere Typ da, dieser Blondie da, der hat nur gesagt, gehen Sie vom Fahrrad runter. Und da habe ich gesagt, ja, ich fahre doch jetzt los. Nein, dann habe ich zu ihm gesagt, bleiben Sie stehen. Er hat nicht gesagt, Polizei stehen bleiben. Hat er nicht gesagt. Ja, der Satz ist ja auch egal. Sie sehen doch, sie haben doch Augen. Das ist, also... Nee, Freundchen. Server Restart, Leute. Server Restart. Wow! Nein! Oh! Ich bin grad. The Weeknd kommt nach Deutschland, Junge. Das war ein Zap. Reboot tut gut. Donnerstag. Nice, Alter. Da muss ich hin, Düsseldorf, Junge, rein da. Voll nice. Geil. Kurz warten, bis der Server wieder da ist. Hey, war das Big Bo? Nein. Das war doch nicht Big Bo. Nee, das ist denn. Aber er klingt nur ähnlich. Ja, safe. Leute, danke für die ganze Unterstützung heute schon wieder. Boah, ich will gar nicht wissen, was da die Karten kosten. Deutsche Bankpark ist halt auch nice. Boah, nice, Mann.
Cool. Ich auf jeden Fall hin. Der Server wieder da? Aber das ist ja bestimmt nicht günstig, oder? Weekend? Ah. Warte mal. Ich muss kurz was prüfen. Okay, das passt. Genau, Leute, deswegen Twitch Prime ist kostenlos. Hat der Friede vom Züchter vorher einen anderen Namen? Ja. Für Cookie. Ne, Friedi? Hol. Ja, wo ist er? Komm her. Was? Habt ihr das in den Papieren ändern lassen? Ja, warum? Leck mir Marsch! Warum ist das? Warum fragst du das? Ja, der kommt nach Düsseldorf, Jasmin. Ja, ja. Ich hol mir direkt zwei Karten, Mann. Ich hab voll Bock. Ich hatte ja schon mal Karten für ihn und dann hat er seine Tour ja abgesagt. Weil ich bald einen Hund hab. Ah, okay, was für ein? Da wollte ich das nur fragen. Achso, okay. Was für ein Hund? Grüß Sie wohl. Switzerländer. Hi, was geht? Lady Dimitri. Dimitri Rescue. Dankeschön für 13 Monate. Danke. Super lieb. Leck mir mal. Ackerlein. Das war ein Zap. Liebe Grüße kleiner als 3. Also, so 2 Joints vielleicht. Okay, das wäre ja noch nicht so schlimm. Finde ich da noch irgendwas anderes außer Joints? Ich jetzt nicht. Ich habe jetzt. Also, die 2 Joints und ein Messerchen halt. Okay, dann drehen Sie sich mal um zu Ihrem Fahrrad. Lassen Sie die Hände schön oben, ja? Mach ich, Mann. Messer ist aber zusammengeklappt, oder? Tue ich mir da natürlich, weh, wenn ich. Natürlich, nein, natürlich. Nein, das ist zusammengeklappt, Mann. Sie haben ziemlich viel Fusseln in der Tasche. Das ist nicht gut. Da haben Sie ein falsches Mann. Waschmittel. Ah. Okay. So, Sie haben eigentlich gar keinen Grund, von der Polizei wegzufahren, okay? Sie nehmen Sie mal die Hände runter. Warum haben Sie das denn gemacht? Ja, warum? Ich bin doch gar nicht weggefahren, als Sie gesagt haben, halt sein. Wir sind Ihnen ja auch mit einer Polizeisirene sogar hinterhergefahren. Habe ich nicht mitbekommen. Also so konzentriert aufs Fahren? Keine Ahnung. Sie sind ein scheiß Lügner. Sie lügen doch einfach. Sie sind gerade weggefahren. Die Kollegen wollten sie noch festhalten. Sie haben sie aber richtig in die Pedale getreten. Der Typ da, der Blondie, der einfach mit. Also jetzt passt sie mal auf ein bisschen. Haben Sie mal ein bisschen. Haben Sie mal ein bisschen jetzt Respekt, Sir? Ja? Der Blondie. Haben Sie mal Respekt, Mann? Vor wem? Vor Ihnen oder was? Ja, natürlich. Habe ich das nicht gerade? Bin ich nicht ganz höflich zu Ihnen? Nö, irgendwie nicht so. Gut, dann mein Sohn, passen Sie auf. Nächstes Mal würde ich Sie bitten, dass Sie mit Ihrem Fahrrad nicht vor der Polizei wegfahren, weil ich möchte nicht, dass ich zu Ihrer erbärmlichen Mutter fahren muss und ihr erklären muss, dass sie so mal wieder Scheiße gebaut hat. Ist das angekommen bei Ihnen jetzt? Der braucht noch einen Moment. Moment. Ich glaube, es dauert. Sagen Sie Bescheid, wenn das alles bei Ihnen, wenn Sie es aufgenommen haben. Ist okay, Mann. Gut. Okay. Wie alt sind Sie?
Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. 20, Mann. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Bitte 20. Ausweis. Hier. Hm? Das Kumpi die 31. Ja, hier, bitte mal. So. Almeda. Können Sie wegstecken? Ich komme sofort wieder, ja? Machen Sie keinen Quatsch. Hey. Nein, mache ich nicht, Mann. Wenn Sie auf das Fahrrad steigen, ich nehme Ihnen den Sattel ab, dann können Sie überfahren. Wir haben gerade mit dem Taser einfach auf mich geschossen. Ich habe aber so daneben geschossen, mit Absicht. Ja, das sagen Sie. Ja. Ich habe einfach nur nicht getroffen, Mann. Nein, ich hätte ja getroffen. Bin ich, bei ja, uns, ich bin ja nicht bei so bei uns drauf, im VPD, im LSPD, haben wir einen Highscore. Und ich bin auf Platz 1, auf Platz 2. Derjenige hat 49 Schüsse weniger als ich. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal 49 Schüsse mehr machen, Mann. Wieso? Ich bin ja auf Platz 1, ich kann mich ja ausruhen. Ja, aber vielleicht treffen sie dann nächstes Mal. Aber ich wollte sie ja gar nicht treffen. Das war Zermürbungstaktik. Ja, das sagen sie jetzt. Ja, ja. Guter Witz, Mann. Oh, Mann. Ich bin da jetzt wegen enttäuscht. Wieso, was? Warum denn? Ich bin enttäuscht. Ich dachte, sie... Ne? Was ist denn da, wenn ich sie mal fragen darf, sie müssen sich da jetzt nicht zu äußern. Aber was waren das? Körperverletzung gegenüber Amtsträgern? Was soll denn das? Habe ich da gerade gelesen. Was soll denn das? Was das soll? Was soll das? Ach, das war doch sie, oder nicht? Ich weiß nicht genau, das steht nicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau, aber... Er ist gewalttätig gegenüber Amtsträgern. Nee. Das stimmt gar nicht, natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht, nein. Da bin ich natürlich unschuldig, ist doch klar. Okay, ich hab's mir nicht komplett durchgelesen, aber das geht nicht, ne, Sir? Herr Almeida, das ist ein Ding, akzeptieren wir nicht. Und da schwenkt dann die Stimme auch ganz schnell über. Warum greifen Sie den Police Officer an? War ich jetzt gewalttätig? An? Also, das sah doch nicht so aus. Warum greifen Sie den Police Officer an? Hab ich doch gar nicht. Ich bin doch unschuldig. Hab ich doch gesagt, Mann. Okay. Herr Almeida. Nächste Mal, wenn die Polizei sagt, stehen bleiben, oder ein Uniformierter sagt, stehen bleiben, bleiben Sie stehen, okay? Ansonsten könnte das auch bis zu $450 kosten, einfach so. Ja, 100 Dollar wird er auf jeden Fall bezahlen. Bitte? 100 Dollar wird er bezahlen. Warum denn das, Mann? Weil Sie frech sind. Ja. Nur weil ich frech bin, Mann? Ja. Was sind Sie, Mann? Was sind Sie? Oh, lächerliche Witzfigur, Mann. Oh, jetzt? Jetzt sind wir schon bei $200. Jetzt geht gerade $150. 200 waren es doch jetzt schon. Doppelt oder nichts, der Preis ist heiß. Wollen Sie noch was sagen, Sir? Sag jetzt nichts, Herr Mann. Besser ist. Sie wissen ja gar nicht, mit wem Sie reden. Einmal die Karte drüber. Super. Ja, bitte, Mann. Wie gesagt. Das zahlen Sie wegen Entziehung polizeilicher Maßnahmen. Das wird auch eingetragen, ja? Damit Sie Bescheid wissen. Und Sie haben es bei Kokumpi die 31 bezahlt. Ja gut, okay, weiß ich Bescheid, Herr Kokumann. Fürs nächste Mal wissen Sie ja auch Bescheid, ne? Wie, welche Nummer haben Sie, Blondie? 69. Ja, zeigen Sie mal Ihre Marke, Mann. Erst wenn Sie mich drum bitten. Ey, Mann, mach ich nicht. Dann zieh ab. Komm. Los. Aber auf deinem Fahrrad. Adios. Ja. Adios, Mann. Schön übrigens, dass du mit der Polizei symbolisierst. Tolle Haarfarbe. Gracias, Mann. Super frech. Na gut. Gut. Ja. Und so, gut. Herr Hopkins? Entschuldigung, dass ich sie stehen lassen habe. Naja, einer musste ja hier die Leute schnappen. Ja. Aber hell, das sah gut aus, wie du gerannt bist. Mein Gott, du bist ja wie ein junger Mann, bist du da gerannt. Ich glaube, wenn wir die Strecke zurücklaufen, wie hell gerannt ist, sehen wir über so Nasenbluten auf dem Boden. Weil der raucht ja wie ein Schlund. Hat die Lunge schon versagt. Ich bin tatsächlich, wo sie ihn gestellt haben, da hinten auf dem Parkplatz gewesen, weil ich ihm den Weg abschneiden wollte zu Fuß. Ah, sehr gut, mitgedacht, das ist auch gut. Gut, Herr Kokum, sollen wir noch eine Pflanze hier zum Gedächtnis pflanzen oder sollen wir weiterfahren? Nee, das sieht schön aus mit denen, oder? Die sind... Das toll. Sieht gut aus, wir können. Oder die Macebank. Haben die ein Geld? Mein Gott. Ich bin bei der Flieger. Sind Sie bei der Fliegerbank? Mhm. Das sind auch die Bonzen. Mhm. Nee, absolut. Check. Hopkins, jetzt eine schöne 1026, ja? Ja, check. Die Dienstaufsicht.
Genau, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Ja. Chief Assistant Chief. Chief und Assistant Chief, ja. Hm. Chief, welches Schiff? Chief. Chief. Das ist frech. Chief, ja. Sagen Sie, dass Frau Marschall ein Schiff ist? Chief. Das Was weiße Auto. Chief? Ich will das weiße Auto. Das weiße Was Auto echt? Wird angehalten. Einfach nur, weil es ist ein Geldschwein bestimmt. Und halten Sie den an. Geldschwein? Ja, also jetzt unter uns gesagt. Halten Sie den an. Nehmen Sie alles. Nehmen Sie alles, Herr Hopkins. Das ist Ihre Prüfung jetzt, 1026. Sie können halt ein für die Leitstelle. Okay. Ja. Bergmann, die mal wieder auf. Wir machen ihm Angst. Ich glaub, der weiß, dass wir da sind. Ja, Sie können auch im Nahbereich ab. Ich glaube, der weiß, dass wir da sind. Was war das denn für eine Sirene? Hopkins, konzentrieren Sie sich. Wo steht der denn? Wo lassen Sie mal stehen? Fahren Sie mal Fahren Sie mal ein Stück weiter vor. Und jetzt konzentrieren Sie sich jetzt. Was war das denn für ein Ding? Das ist jetzt Ihr... Keine Ahnung. Sie. Ah! Fragen Sie mich nicht, der ist irgendwie gerade mit dem Serien-Smart Control irgendwas... Kein Problem. Aber machen Sie es. 4, 2, 10, 30. Der Fahrer des Fahrzeugs schaltet den Motor ab und legt den Fahrerschlüssel aufs Armaturenbrett und der steigt dann auf die Beifahrerseite. Der Beifahrer, falls einer vorhanden bleibt, sitzen. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Frau Leitstelle informiert, dass Frau Flaches wieder erreichbar ist. Ja, ist doch ein Geldsau, kein Geldschwein. Herr Kukum, nee, Sie Dreckschwein. Wolltest du jetzt korrekt machen. 401 mit einer 1026, nördlich Pillbox Medical. Das hat natürlich noch Spaß, das ist sogar ein schönes Auto, würde ich sagen. Check. Bin ich wundern, dass wenn das mein ehemaliger ist. Was hat der für ein Kennzeichen? Sagen Sie mal. Ja, ich muss ja näher ranfahren, ich sehe es nicht. Das ist noch eine Meile ranfahren, dann sehen wir es vielleicht. Papa November, Kilo, Quebec, Uniform. Papa November, Kilo? Nee. Kilo, Uniform. Kilo, Quebec, Uniform. Okay, ich seh's nicht. Wir müssen das nicht sagen. Doch. System wieder einloggen. Also wenn ich die Dame wäre, dann würde ich mir auch langsam verarscht vorkommen. Ach. Steht doch in der Sonne. Er gab keine Treffer. Ja, weil es ja auch kein K ist, sondern ein M. PNMQU, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, yeah, okay. Anna Navarro. Ja. Oh nein. Oh nein. Sie machen das jetzt, ne? Die sichern ab, aber sie machen das. Die hat mich so viel angebaggert, ohne Witz. Oh. Mag die gelaufen. Tief ist dann auch noch dran, wenn sie fertig sind dabei. Check. Kommen Sie mal her, Hill. Wenn Sie das... Hey, wo sind Sie? Hier. Hören Sie mal zu, Sie Hässlichen. Wenn Sie, ja. Wenn Sie das noch einmal sagen, dann nehme ich Sie an Ihren Locken und schmeiß Sie über diese Brüstung. Ich weiß es ja nicht. Ich dachte vielleicht, die sieht so aus. Ein bisschen lauter, dass ich was höre. Er weiß, Sie müssen sich mal nach vorne. Genau, für die 61 Hopkins. Er weiß, kommen Sie mal her, ich muss Ihnen was zeigen. Oder, ja, Sie gucken. Was ist das denn? Haben Sie einen Ausweis für mich, bitte? Mhm. Und einen gültigen Führerschein, wenn es vorgeht. Was? Ja, wenn Sie einen haben. Wenn drücken Sie das auch bedienen? 1, 2, 3. Ja, ja, nehmen Sie mal die Nummern. Sie müssen auf die Nummern drücken. Ach! Ich hab das kurz. das Seriensystem ist heute. Schauen Sie mal, Sie können auch. Nee. Wissen Sie, Hell? Ich wollte es gerade machen. Nein. Können Sie das? Sie können das auch bedienen? Ja, nehmen Sie mal die Finger da weg. Hier dran. Der Beifahrer kann das auch bedienen. Ja, klar. Sie sollen das aber nicht bedienen. Genau. Jetzt sind Sie denn unterwegs, wenn ich frage. Was haben Sie gemacht? Warum ist das denn alles so nass jetzt? Wie nass? Ich habe Handschuhe an, Herr Weiß. Feucht, was haben Sie angefasst? Okay. Haben Sie einen gültigen Nix. Verbandskasten dabei, damit. Das ist schön. Mhm. Ist gut, ne? Okay. Warten Sie. Wir müssen das im Takt machen. Stopp. Prüf noch mal kurz. Ich bin die Hupe. Ja, ich mach den hier. Ich prüf das noch mal kurz. 403, 1020. Dann bin ich gleich wieder da.
Okay, wir müssen den Kollegen. Ich sag doch, es ist nicht an mir gelegen. Es ist ein neues Update auf dem Server, by the way. Die Elektronik ist es wahrscheinlich. Hallo. Kann sein. Na, wie geht's Ihnen? Hallo. Hab gehört, Sie sind verheiratet. Top, wie traurig. Erinnern Sie sich ja, an mich? Ich bin schon länger verheiratet. Ja, ich erinnere mich an Sie. Sie sich auch an mich, ja? Ja. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Ja, ist das so? Natürlich. Ja, hätten Sie jetzt keine Ehemann, Ma'am. Ich sag's Ihnen. Sie wären die Nummer 1. Ja. Das ist schön. Das merkt man. Bisschen Begeisterung wäre toll gewesen. Nee, ich bin glücklich verheiratet. Alles gut. So, Frau Navarro. Mhm. Einmal hier Ihr Ausweis und ja, der Führerschein zurück. Dankeschön. Genau, da Sie ja ohne gültigen Verbandskasten hier unterwegs sind, müssen Sie leider das Auto tatsächlich hier stehen lassen, sich einen neuen besorgen und dann erst mit dem das Fahrzeug wieder bewegen. Jetzt ehrlich? Das höre ich zum ersten Mal tatsächlich, okay. Ja, Sie dürfen am Straßenverkehr nicht teilnehmen ohne gültigen Erste-Hilfe-Kasten. 10-3. Ja, und hätten wir beide jetzt, würden wir uns jetzt ineinander unsterblich verlieben, ja, hätten Sie weiterfahren lassen, ne? Ach, gar kein Problem, dann gehe ich eben zu Fuß, ich wohne hier direkt. Ach du Mann. Das müssten Sie eigentlich tun, Ma'am, ne? Aber der Kollege kommt Ihnen bestimmt entgegen. Ja, ich kann Sie auch entgegenkommen, genau. Nee. Dann nicht. Kann er? Macht er aber nicht, ne? Das wollte er dann. Also der Kollege entscheidet das jetzt. Ja, ich entscheide mich, dass das Fahrzeug hier stehen bleiben muss und dass Sie erst mit dem gültigen Erste-Hilfe-Kasten dann weiterfahren dürfen. Aber ich lasse es dann natürlich bei der Verwarnung, weil das Sie dann natürlich gestraft genug sind, dass Sie jetzt zu Fuß gehen müssen. Ja, oder da hinten fährt ja der Bus. Alles Transit freut sich immer über tolle, wunderhübsche Fahrgäste. Ich gehe zu Fuß, alles gut. Genau, wie gesagt, ich lasse es bei der mündlichen Verwarnung. Mhm. Und das Fahrzeug muss erstmal stehen bleiben. Gut, PD-61. Genau. Was soll diese Andeutung bedeuten? Nichts, ich kenne seinen Namen nicht, deswegen wollte ich ihn so ansprechen. Aber das klingt so, als ob Sie sich merken, den Namen oder die PD-Nummer merken und er was zu erwarten hat. Ach nö, alles gut. Glaube ich jetzt nicht. Was soll er denn erwarten? Sind ja auch nicht ohne, ich kenne Sie ja ein bisschen, ne? Ich bin nicht ohne. Sie sind nicht ohne, okay. Was haben Sie gebaggert? Ich bin echt eine Nette. Der bei Miguel und Olsen früher gearbeitet, auf meinem Venture-Profil, erinnern Sie sich? Also ehrlich gesagt war das einfach nur... Ja, natürlich, das sage ich. Also, das ist wie wenn ich den Pokal nicht kriege, sage ich auch, ich wollte gerne Zweiter werden. Ja, natürlich. Aber ich habe gehört, es gab Beziehungsstress bei Ihnen, deswegen. Das ist ja was? Was für ein Beziehungsstress? Mit wem? Jetzt klären Sie mich auf. Ach, ich habe gehört, jemand fand es sehr lustig, dass ich das kommentiert habe früher vor... Wie lange ist das her? Jetzt über 1,5 Jahre? Ja. Also was meinen Sie mit Beziehungsstress? Ach, es wurde mir so zugetragen von Kollegen aus dem PD, dass sie da deswegen so ein bisschen Stress hatten, so nach dem Motto, wer ist die, was soll das und so weiter. Und ehrlich gesagt war es für mich einfach nur Spaß. Ich glaube, sie haben sich verliebt und enttäuscht. Und das ist jetzt ihre Story. Ja, das ist so, Frauen, die immer sagen, ich habe nur Spaß gemacht. Ne? Ich sag ja, wissen Sie, das ist wie, gucken Sie mal, stellen Sie sich vor, ich bin Golfer, okay? Und ich werde nur Zweiter und sage dann, das reicht für mich vollkommen aus. Aber eigentlich will doch jeder Erster werden und den Pokal bekommen, oder? Herr Hill und Herr Kokum. Ich möchte nur vorher ein Kokum sein. Gut. Dann streng dich an. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Alles ist in Ordnung. Ja, ist ja gut. Bei mir ist auch alles top. Was machen Sie denn beruflich, mehr, wenn ich fahren darf? Wenn Sie so ein Auto fahren können? Two Wheels, One Engine. Und helfbar. Da verdient man so gut. Leitstelle für die 82 kommen. Naja, ich bin ja schon ein bisschen länger hier, ne? 82 und 64. Ja, das ist eine Ware. Wie war nochmal Ihr Name vorher? Check, hat die Leitstelle mit. 82 Ende. Okay, dann wünschen wir Ihnen erstmal noch einen angenehmen Tag. Das Auto bewegt sich so lange, Sie keinen Verbandskasten haben, gültigen keinen Zentimeter von der Stelle, ja? Nicht mal ein Zentimeter. Nein. Nicht mal ein Millimeter. Nicht mal ein Mikrometer. Gar nichts. Null. Nada. Ich mach da einen Kreidestift dran. Holen Sie mal einen Kreidestift. Ja. Kreidestift. Immer Kreidestifte dabei. Grün, das gelb, schwarz, pink, alles. Ja.
Wie so ein Schiedsrichter beim Fußball. Normalerweise kenne ich das eigentlich so, dass man dann sagt, ja, fahren Sie mal eben ja, und holen Sie sich einen Verbandskasten. Es ist alles in der Messen des Officers, der dann... Entschuldigen okay. Sie bitte. Entschuldigung. Es gibt Leute, die sind radikal also und welche nicht. Also heute einfach keinen ne? guten Tag, ja. Ja. Vielleicht hätten, sie, vielleicht hätten sie dem Officer immer schöne Augen machen müssen. Der ist nämlich Single, wussten Sie das? Habe ich nicht nötig. Okay, Sie haben jetzt eine sehr gute ich Einstellung. Ich gehe halt einfach zu Fuß. Finde ich gut. Sehr ja, schöne Einstellung, Ma'am. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Die SD2 die welche, die würden das nutzen. Sich aus der 513 bitte? Und die SD... Nö, wie gesagt. Ich gehe einfach zu Fuß. Alles gut. Der 513 dann, ja gut, ja? Dann... Genau, dann ist, sind Sie somit aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Marlene. Sie können dann genau, zu Fuß weitergehen. Alles klar, mach ich dann Sie so. Das Wetter, ja? Schönen Tag. Schöne Grüße an den Mann. Ja, mach ich. Dann. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Bis dann. Man sieht vorne sitzen, Herr Weiß. Ja, das ist Ihnen doch wohl klar. Das habe ich mir noch gedacht. Haben Sie mir hier vorne rumgekriegt? Ja, ich hab's doch gewusst. Oh mein, was ist denn los? Sirene wurde aktualisiert, Herr Kukun. Gucken Sie mal. Kann jetzt alles hier drücken. Oh Gott. Ja, und ich wundere mich schon, warum ich bei mir so los. Das mache ich jetzt immer, wenn der Kukun nachts schläft, stehe ich vor seinem Haus und mache einfach so. Machen Sie so. Oh, das. Ja. Hat was. Wie mache ich jetzt die Lichter drücken? Der kann ja was auch für Sie machen. Ja. Geht das? Ja. Warten Sie mal, ich drück mal hier rum. Moment. Warten Sie. Licht ist kaputt, wir fahren immer noch mit Licht rum. Wie macht man das aus? Geht das Licht denn hier aus? Huch. Hören Sie mal auf, da rumzudrücken hier mit dem Quatsch. Geht das? Ich drück gar nichts. Was ist das denn da? Hören Sie auf, da zu drücken. Hier L. Geht da, das ist ein L. Sehen Sie? L wie Licht, aber geht nicht. Ah, Elvi, ja, abgeschlossen. Wie geht das denn? Check. Block steht da. Block? Block? Ja. 9 wunderbare Monate. Ja. Yes, yes, yes. Das, Sie sind doch der Fahrer, Sie müssen doch wissen, wie es geht. Sie werden ja wohl vorher eine Abfahrkontrolle gemacht haben, dass das alles läuft natürlich. Und so. Ja. Soll ich nach vorne kommen und das Licht ausmachen, oder was? Ja, ist das so schwer? Ja, da ist es doch. Ja. Also angeht schnell, ausgeht, dauert ein bisschen. Was ist das jetzt? Warten Sie mal. Ja. Moment, noch nichts machen, warten Sie kurz. 401 hat die 1026 beendet und ist wieder aktiv. Warten Sie kurz. Check. Nein. 403, 1026 hört sich auf. Was meinen Sie, Herr Kuckum? Nein, wir sind ja nicht im Fußballstadion. Warum kann man denn jetzt so viel Quatsch mit dieser Sirene machen? Was ist denn Weil der Beifahrer kann das machen. Ja, das ist der Beifahrer tatsächlich. Ich möchte auf unsere Außenwirkung kurz hinweisen, bitte. 513. Ja, ist ja gut. Duck mich runter, ja. Hör auf jetzt. Ich konzentriere mich da aufs Fahren. Willst du mal, fahren Sie mal. Alles an. Oh nein. Oh Gott. 511 aktiv. Check. Super, haben wir 1060 schon? Das ist mein Lieblingsgeräusch hier. So klingt das immer, wenn der Kukum auf Toilette geht, so. Ich auf Toilette gehe. Auf Toilette geht, klingt das so. Ah, schön. So, ich bin heute etwas spät, pubertär. So, Herr Hopkins. Ja. Danke, dass Sie das so gekonnt ignorieren. Natürlich. Wir werden jetzt eine 1060 mit Ihnen simulieren. Das heißt, Herr Weiß wird Ihnen sagen, wo es lang geht. Rechts. Sie werden gleich nicht aktiv funken. Und wenn ich 1060 sage, geht's los. Und Sie tun so, als gäbe es eine 1060. Und wie gesagt, Herr Weiß sagt Ihnen, wo es lang geht. Unter Einhaltung der SDVO? Ja, natürlich. Okay. Ja, dann mal los. Fahrt Richtung Norden, gerade City Hall passiert. Und weiter Fahrt Richtung Norden. Okay, Herr Hopkins, ich gebe Ihnen nochmal die Chance. Also, ja. Sie ja. 401 fangen eine 1060 von komplett Anfang an, nur dass Sie halt den Funkknopf nicht drücken, aber sonst machen Sie alles und halten sich an die STVO, okay? Fahren Sie weiter.
Ja. Wieso, hier ist ein Stoppschild, hat er richtig gemacht. Ja, aber ihr habt mich eine halbe Stunde stoppen. Und hier nicht im Zoo. Ja. So, auf geht's. Los. 401 mit einer aktiven 1060. An der Kirche, Westseite der Kirche, die Fahrtrichtung Echt? Norden, fahren jetzt auf Richtung Eclipse Tower zu. Die nächste, jetzt konzentrieren Sie sich. Weiter auf vor Easy Credit, jetzt abgebogen Richtung Little Italy, Fahrtrichtung Westen. Weiter Fahrtrichtung Westen, haben jetzt Little Mafu Italy passiert. Rechts. Da sind jetzt am Tequilala vorbei. Und Moment, fahren Richtung Süden. Runter Richtung Rockford Hill Center. Weiter Fahrt Richtung Süden. Links. Jetzt links abgebogen. Fahrt Richtung Westen an den Vinewood Apartments vorbei. Passieren jetzt die Vinewood West Apartments. Sind jetzt weiter Fahrt Richtung Westen auf Höhe Bushaltestelle Vinewood West. Richtung Süden. 1120 OP. Fahren jetzt weiter abgebogen Richtung Süden. Fahren auf die Rockford Richtung Osten zu. Fahrt Richtung Osten abgebogen. Parkhaus Rockford Hills vorbei. Weiter Fahrt Richtung Osten. Fahrt Richtung wo? Westen. Ach. Wir hätten Osten abbiegen sollen. Genau. Westen. Also weiter. Fahrt Richtung U-turn. Westen. U-Turn. Fahrt Richtung Osten. 10-20, die Leute brauchen 10-20, sind in einer Tour, weiter. Dann Fahrt Richtung Osten. Erklären Sie nochmal das Tatfahrzeug, erfinden Sie das. Erklären Sie das Tatfahrzeug mal, damit die Kollegen das wissen. Das Tatfahrzeug ist ein weißer Jugular, ein Insasse, Scheiben getönt. Süden. Fahren weiter Richtung Fahrt Richtung Osten. Süden. Ist jetzt abgebogen Richtung Süden. Passiert das Rockford Center, Fahrt Richtung Süden. Ist jetzt auf Westen. Höhe Aphrodonis. Doch, abgebogen Osten, dreht wieder. Oh, dreht. Was machen Sie jetzt? Scheiße, er dreht ja. Oh. Ja. Ich kann jetzt keine Signale mehr betätigen. Doch, können Sie wohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meine Mutter hat mir viel beigebracht zu zählen. Drücken Sie mal hier auf die 1 da oben. Drücken Sie mal. Ich bin so stolz auf Sie. So, sehen Sie? So. Ja. Weiterfahren wir. Fahrt Richtung Osten, sind jetzt an der Baustelle in Vinewood vorbei. Mhm. Richtung Norden? Weiter Fahrt Richtung Norden abgebogen. Ja, wo sind Sie denn im Norden? Wo müssen wir hinkommen? Wir müssen schnellere 10-20, wir brauchen genauere Sachen. Wo sind Sie? Wir können das nicht zuordnen. Ehemaliges Just Right. Keine Ahnung, was ist. Wo ist das? 10-20. Weiter Richtung Norden. Vinewood Gardens. Passieren jetzt westlich Vinewood Gardens. Mhm. Sind weiter Fahrt Richtung Norden. So hört sich das gut an. Machen Sie weiter so. Fahrt Richtung Norden weiterhin. Sind auf Richtung Pacific Standard Bank unterwegs. Rechts. Fahrt Richtung. Oh, er dreht, Motorrad, es dreht! U-Turn. Warum machen Sie nicht die Sirene an, wenn Sie drehen? Fahrt Richtung Westen. Wo sind Sie? Pacific Standard Bank. Rechts. Pacific Standard Rechts, Richtung Bank. Norden. Er biegt Richtung Norden ab. Entlang der Pacific Standard Bank Richtung Norden. Links da vorne, links. Sind dann links abgebogen Richtung Luna Market. Fahrt Richtung Westen wieder. Okay, passt. Reicht. So, jetzt kommen Sie mal zum Stehen. Boah. Machen Sie nochmal einen U-Turn und kommen Sie beim Luna Market zu stehen. Ich brauche was zu essen. Ja, so. Check. Was schließt sich immer an eine 1060 an? 10-10. Ja. Weil nach einer 1060. Wie endet also, die Frage? Also, 1026. Also ein Felony-Stop. Felony-Stop, ja. Felony-Stop und dann die 1026. Korrekt. So, Sie halten jetzt mal hinter dem Fahrzeug, da, was da rechts hält. Und dann erklären Sie mal, was bei diesem Felony-Stop dann wie passiert. Aber, Herr Hopkins, Sie atmen kurz einmal tief ein und tief aus. Und dann erklären Sie uns chronologisch, wie das los, wie das weitergeht. 401-1020, nun nochmal Max. Genau, erklären Sie uns den Felony-Stop, so dass wir es verstehen. Ein Felony-Stop, also einmal nach links parallel zu uns ist das erste Fahrzeug, dann quasi treppenartig weiter nach hinten ist das zweite, beziehungsweise wenn ein drittes da ist, das dritte Fahrzeug. Okay, und das haben Sie verstanden alles, alles klar? Sagen Sie jetzt die Aufgaben der Einzelnen. Genau,
Da kommen Leute auf uns zu, sie haben das im Blick. Frieda, ja. Frieda, komm her. 511 ist wieder aktiv. Check. Na, Band. Hallöchen. Hola, buenos dias, buenos tardes, buenos noches, Kollegen. Herr Parente. Gibt es hier Probleme, oder? Wir wollten mal gucken, warum wir die Fehler frei sind. Ich glaube, sie haben Probleme mit der Rede. Was ist das denn? Check. Hört auf, da rumzudrücken. Was ist gerade bei der Werkstatt? Habt ihr ein Auto, habt ihr ein Auto getunt? Hör mal. Die stört hier übrigens gerade den Kollegen, der vielleicht seine Prüfung nicht schafft, ne? Wenn ihr hier einfach weiter dumm rumsteht. Aber okay, ich glaube, Hilfe, du lässt doch eh einkaufen. So, ich habe jetzt was gesagt. Wenn ihr meint, dass wir auf dem Office erwarten müssen für die Prüfung, dann warten wir natürlich auch, liebe Kollegen. Aber klar, wir würden gerne weitermachen. Und jetzt wir warten nicht auf ihn. Angenehm. Ja, weg. Wir gehen weg. Mhm. Weg. Viel Erfolg. Also, wenn jetzt hier Hill die Prüfung abnimmt oder was, also der ist, jetzt geht's los hier. Jetzt erklären Sie bitte den Felony-Stop. Genau. Die einzelnen Aufgaben der Leute und wer wo und was macht. Das erste Fahrzeug, was dran ist, tut natürlich den Fahrer auffordern, dass er das Fahrzeug verlässt. Natürlich wird diesmal nicht wie gerade bei der 1026 einfach nur der Schlüssel aufs Armaturenbrett gelegt, sondern aus dem Fenster geschmissen, damit er auch ja nicht in die Versuchung kommt. Sie können das mit dem Armaturenbrett bei einer normalen 1026 auch echt weglassen. Ich würde es gar nicht machen, selbst wenn Sie mir das sagen. Okay. Dann die Hände aus dem offenen Fahrerfenster raus, von außen die Tür aufmachen. Also es macht alles das erste Fahrzeug, das gibt die ganzen Durchsagen. Die anderen Fahrzeuge hinten haben halt die Absicherung. Sind quasi mit offenen Türen in Richtung vom Fahrer. Fahren Sie mal schon mal Richtung VPD, bitte. Okay, check. Die weiteren Anweisungen sind dann, dass der Fahrer von außen die Tür aufmacht. Dann mit erhobenen Händen rückwärts auf links rum um das Führungsfahrzeug, ich nenne es jetzt einfach Führungsfahrzeug, geht und langsam auf das zweite Fahrzeug rückwärts zugeht und dann, damit die Kollegen dann den TV aufnehmen können. Also sich kniend mit den Händen hinter den Kopf ergeben. Genau. Die Aufgabe des zweiten Fahrzeugs ist dann, dass sie den TV festnehmen. Das dritte Fahrzeug sichert währenddessen das zweite Fahrzeug ab. Herr Kukum? Was passiert, wenn sie die jetzt alle eingesackt haben und ins BD überbracht sind? Was passiert dann? Ja, also mit einer 1050 ist halt Richtung VPD. Oder MAPD oder weiß nicht, in welches PD das halt gebracht wird, welches das nächste ist. Mhm. Kurze Frage, muss es das nächste sein? Es bietet sich halt einfach an. Meine Frage war ja nicht, bietet es sich an, sondern muss es das nächste sein, ja. Müssen nicht. Ja, dann sagen sie doch nein. Ich find's nice, dass der Beifahrer das auch bedienen kann, das ist voll cool. Ja, also ist völlig egal, wo es ist. Wo was machen sie dann, wenn sie diese 1060 ausgerufen haben? Wenn der Einsatz beendet ist, dann Code 4 und wenn er beendet ist, dann beenden. Und das Fahrzeug wird natürlich beschlagnahmt. Das und wird natürlich beschlagnahmt. Ja, wenn es 1060 war, ist das Fahrzeug in einer Straftat mit involviert gewesen, dann wird das beschlagnahmt. Mit welchem Zweck beschlagnahmen Sie das? Ja, der Fahrer wird ja mitgenommen. Wir können das ja nicht einfach auch stehen lassen zusätzlich. Und erstens blockiert es dann den Straßenverkehr. Ne, vielleicht ist es ja recht rangefahren und parkt ganz. Chat, wie sieht euer Abend heute aus? Ja, das kann natürlich sein. Aber dass das in der Straftat auch mit involviert war, haben wir trotzdem auch das Recht, das Fahrzeug auch zu durchsuchen. Machen Sie das doch? Das Recht zu durchsuchen, aber warum beschlagnahmen wir es dann? Ich meine, wir können es ja auch vor Ort untersuchen oder durchsuchen. World of Warcraft Add-on Release. Ah. Ja, ist richtig. Ja, das heißt? Wir können es aber trotzdem beschlagnahmen. Naja, aber Sie haben gerade gesagt, es wird immer beschlagnahmt. Nee, es kann beschlagnahmt werden, ja. Da habe ich mich falsch ausgedrückt schon. Okay, aber. Na, Mina, ich drücke dir Daumen, dass beim Arzt alles gut geht. Durchsucht.
Ja, das ist korrekt. Aber was folgt denn jetzt, wenn die ganzen Leute in den Zellen sitzen, jeder hat die da hingebracht und sie haben diese 1060 ausgerufen? Was machen sie da? Ja, alle Aussagen aufnehmen. Gut, stopp. Lassen Sie mich kurz raus, Herr Kuckuck, informieren Sie mich bitte morgen nachher in einem SMS, wie das Ergebnis hiervon ist, ja? Bin morgen mal wieder da, ne? Alles klar. Dankeschön. Schönen Feierabend. Warte eine Sekunde, ich komme ganz kurz. Hm? Machen Sie Feierabend? Ja. Können Sie eventuell, wir brauchen unbedingt einen Sergeant in der Academy, den Arnaudu, den... Ich bin ja morgen da, ich werde morgen auf dem schwarzen Brett die Beförderungen bekannt geben. Mach weiter so. Okay, super, dankeschön. Schönen Feierabend. Ihnen auch, ja? Sick and wick. Leute, wir machen jetzt Feierabend, weil wir streamen jetzt schon seit 7 Stunden. Es wird aber morgen höchstwahrscheinlich auch wieder ein GTA-Stream geben. Die ganze Woche ziehen wir durch. 401, 1020, wenn ihr Bock habt, ja. Sollte der Stream nicht stattfinden, dann wird das auf meinem Twitter-Kanal stehen, der Dennis-Wert-Kanal. Aber eigentlich ist das geplant, also ist es jetzt nicht so, dass es nicht geplant ist. Und da habe ich einen Game-Crash, nochmal vor dem LSPD, das ist wunderbar, wunderbar. Ihr könnt einfach bei Twitter ein Follow da lassen, da wird sowas angekündigt, wenn der Stream sich verschiebt oder wenn irgendwas ist oder irgendwas nicht läuft. Jo. Damit ihr da Bescheid wisst. Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr einen schönen Abend alle habt. Soll es ja sein, ne? So soll es sein. Heute ist GTA 5. GTA 6. Ich laber so eine Scheiße. GTA ist heute einfach 25 Jahre geworden. Muss man sich mal überlegen. 25 Jahre alt. Das ist nice. Sieht ja einfach genauso alt wie ich. Krass. Sieht dann abend noch aus. Mal schauen. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen auf der Couch chillen. Gleich ein bisschen was telefonieren oder so. Mal gucken. Ich bin aktuell sehr, 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 sehr spontan. Musik hören. Ich brauche das aktuell. Also wisst ihr, dieses Spontane. Vielleicht fahre ich noch irgendwo hin oder so. Einfach rauskommen mit der Frieda. I don't know. Mal gucken. Seid ihr spontane Menschen oder seid ihr so abgeklärte Menschen? Also, dass ihr immer sehr viel planen müsst und so weiter? Teils, teils. Spontan ist mein zweiter Name. Ich mag das auch, wenn Leute mir spontan so schreiben, hey, hast du Lust vorbeizukommen, Freunde und so. Einfach so random, weißt du? Liebe sowas, Mann. Also ich finde das... Wir alle jetzt die Sirenenfunktion ausprobieren. Ich liebe sowas. Hey Jeff, ich treffe leider nur Frauen. Und Freunde. Hab's genommen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, korrekt. Guten Abend. Genau. Hi. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Leck mir am Arsch. Entschuldigung, Sie mussten ja nicht auf die 3, es tut mir leid. Alles gut. Manche sagen, ich habe schöne Brüste. Ja? Das ist, nice. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Einem wahren Mann geht es nicht um Brüste, sondern um die Frau 4, an sich 1, 6, und dessen aktiv, Respekt. Richtung MRPD. Check. Ich sage immer eins, was bringt dir ein Fiki-Fiki, wenn es doch viel schönere Sachen gibt, tolle Erinnerungen, woran man sich erinnern kann. Das eine kann man, das andere muss ja das andere nicht ausschließen. Ne? Know what I mean?
401 1020 wie MAPD, die 3 verlöst dich auf. Er ist sehr schüchtern im Funk. Check. 5-1-13-20, send ihr so. Diese Woche auch ein Open-End-Stream? Ich weiß es nicht, Leute. Ich muss gucken. Ich bin aktuell, wie gesagt, viel unterwegs. Ich habe Leute in meinem Leben kennengelernt und check. So. Ich brauche das gerade, weißt du? Aber guck mal, mittags ist doch auch nice. Wir haben doch heute super viel gelacht. Na? Also. Ja, ja, total. Mal sehen. Ich würde auf jeden Fall einen 12er mit Pan machen, wenn wir irgendwann mal das Subgoal erreicht haben. Ja. Aber sonst aktuell nichts dergleichen geplant. Ist einfach random. Kann auch sein, dass ich mal nachts den Stream anmache und einfach so streame. Na, ihr Hübschen. 511-1030, Palito ist. Ihr Hübschis. Wenn ihr übrigens einen geilen GTA-RP-Server sucht, lucky5.de, Leute. Registriert euch, macht Whitelist, alles, kommt rüber. 416-1030, MRPD. 400 Spieler, abends, ultra nice. Alter, der rechts sieht ja mal geisteskrank aus. Ist das ein neues Auto in GTA? Nee, ne? Check. Nehmen wir nie auf dem Schirm. Da wären wir wieder bei spontan. Ja, 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 safe, safe, safe. That's right. Du kannst alles auf Lucky 5 machen. Du kannst bei der Feuerwehr arbeiten, du kannst bei der Polizei arbeiten, du kannst Medic sein, du kannst Crime Law sein, du kannst alles machen. Alles, du musst nur kreativ sein. Du kannst mir auch einfach bei Twitter folgen, da werden die Streams nämlich angekündigt. Da steht dann immer, wenn ich live bin. Ja. Ich habe am Sonntag erfahren, dass mein Freund mich betrogen hat. Oh Lady, wie lange wart ihr denn zusammen? Es tut mir wirklich leid. Müll sowas. Einfach Müllmenschen, die sowas machen, wirklich. Bah. Egoistische Wichser, sorry. Lass dich, guck mal. Lass dich davon nicht runterziehen, weil dieser Mensch hat nicht verdient, dass du deshalb traurig bist, weißt du? 3 Monate, okay, das ist ja noch relativ frisch. Rügen ist einfach der größte. Bah. Die PD 16, Punkt, check. Fühl dich gedrückt. Check. Nein, für Betrügen gibt es absolut nie eine Entschuldigung, gar nichts. Man tut dem anderen bewusst Leid an. Man hatte 300 Möglichkeiten, das nicht zu tun. Und man tut es trotzdem, weil man selber einfach nur an seinen Schwanz denkt oder an sonst was denkt. Und man scheißt auf den anderen, dass man den verletzt. Man scheißt einfach darauf, dass man den anderen verletzt. Das ist so, bah, einfach nur Müllmenschen, die sowas machen. Ne? Den Kopf hoch. Scheiß auf den. Scheiß auf den Typen. Ich sag's dir. Achte auf meine Worte. Geht dir viel besser danach. Hat der Pisser gar nicht verdient. So. Entschuldigung. Hast du betrügen. 511-1030 so. Palito SO. Alright. Good Buddies. Ich danke euch für diesen wunderschönen Stream. Wir sehen uns eventuell morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bleibt fit. Danke an alle Mods. Danke an alle Zuschauer. Danke für 7 Stunden, die unfassbar Spaß gemacht haben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Abend, guten Mittag, wann auch immer ihr guckt. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Danke für alles heute. Macht's gut.